großartig, dass ihr hierher gekommen seid. Das war doch eine mutige Leistung. Ich lobe euch jetzt einfach mal. War bei euch kein Schnee? Auch. Meine Güte. Und wie sieht es auf den Autobahnen aus? Da wird es eigentlich. Ja? Ja, hier vorne muss jetzt was passiert sein. Naja, ihr seid da. Irgendwie habt ihr es geschafft. Das ist ja heute der wichtigste Tag in eurem Leben. Habt ihr das gewusst? Nicht ganz, ihr sagt bestimmt, nein, meine Hochzeit und so weiter. Es gibt viele wichtige Tage, aber die Herstellung der göttlichen Ordnung, das wird euch ewig in Erinnerung bleiben. Und es ist tatsächlich der wichtigste Tag. Wollt ihr ein bisschen mehr darüber wissen, dann zeige ich euch kurz, wo ihr heute gelandet seid. Wie habt ihr überhaupt von mir erfahren und von Tanja? Hm? Über das Buch, Tanja, klasse. Wie? Frau Osman. Ah ja, gut, irgendwie spricht sich rum. Es waren schon mehrere hunderttausend Menschen hier in Rot. Früher habe ich Tage mit 250 Leuten gehabt, das war schon extrem. Und jetzt habe ich wunderbare Schüler, die mich auch entlasten. Beziehungsweise, ja, wir wollen ja viele Menschen erreichen, denn das Leid durch die krumme Wirbelsäule ist unendlich. Und die Schulmedizin, muss ich ja leider sagen, kann nicht helfen, außer operieren. Und das ist alles gar nicht nötig. Wie viele Menschen wurden operiert, wenn sie dann hierher kamen? Oh mein Gott, das hätte ich mir ersparen können. So, Geistheilung gab es schon immer. Geistheilung ist die älteste Heilkunst der Menschheitsgeschichte. Leider wollen die Ärzte das noch nicht so ganz verstehen. Aber trotzdem, großes Lob, etliche waren schon hier zur Ausbildung. Die sagen ganz einfach, mir reicht das nicht, was ich kann. Ich will doch helfen. Und so ändert sich das Blatt. Ja, wir sind hier schon seit 1995 aktiv und haben sogar die schlimmen Zeiten überwunden, wo das geistige Heilen in Deutschland noch verboten war. Könnt ihr euch vorstellen? 1923, glaube ich, gell, Tanja? 1939. Ja, 1939 gab es ein altes Reichsgesetz, das hat ausgesagt, nur der Schulmediziner darf Geistheilung anwenden. Was für ein Paradox. Oder? Der hatte ja gar kein Interesse daran. Und so waren wir ziemlich blockiert, als ich hier anfangen wollte. Keine Erlaubnis. Irgendwie durch meine Überzeugungskraft und auch, muss ich sagen, der Wille war da. Da habe ich dann so agiert beim Gesundheitsamt, dass sie uns ein erlaubt haben, aber mit dem gedrohten Zeigefinger erhoben. Wenn einer sich beschwert, dann werde ich ihnen ihr Zentrum schließen. Aber es hat sich niemand beschwert, nur ein Arzt. Das war's. Der hat sich mal nach Jahren beschwert. So, und so sind wir immer noch da. Und 2004 hat sich sogar das Gesetz geändert. Geistheilung ist in Deutschland als Beruf erlaubt und eigentlich auch anerkannt. Doch schön, oder? Ja, und so machen wir hier unsere Arbeit. Wir sind ja auch eine Schule. Hinter euch sitzen wunderbare, ausgebildete Heiler. Und ihr habt heute überhaupt den besten Tag erwischt. So viele Heiler um euch rum. Seid froh, dass ihr hier seid. Alles obliegt einer göttlichen Führung. Es gibt keine Zufälle, glaubt mir. Irgendwie hat das jetzt alles so gepasst. Der hat ihm gesagt, ihr habt das Buch gekauft, das sind keine Zufälle. Es geht einfach so. Man wird wunderbar geführt. So, wir machen ganz viel. Und das werdet ihr nachher auch kennenlernen. Ich mach mal hier den Jesus. Er hat uns schon alles gezeigt. Was ich mache, ist nichts Außergewöhnliches, sondern das Natürlichste. Ihr seid auch alles Heiler. Aber das Zeitalter von 1000 bis 2000 galt der materiellen Welt. Und in diesem Zeitalter haben wir das alles vergessen. Wir haben an Pillen geglaubt, was machen wir heute noch? Wir suchen nach Krankheiten, statt nach der Gesundheit zu suchen. Was ist das denn für ein verrücktes Programm? Jeder will nach Krankheiten suchen. Ich hab das, ich hab das. Läuft zum Arzt. Wenn der Arzt sagt, sie haben doch nichts. Ach, dann geht er beleidigt weg. Läuft so lang, bis er jemanden findet,
der sagt, oh ja, ich habe was gefunden. Und er ist ganz stolz, endlich einen gelben Zettel. Warum kann er sich nicht freuen, wenn die anderen Ärzte sagen, ich finde nichts? Fragt mich, was ist das für eine Prägung? Die Menschheit wird so beeinflusst, dass sie nicht nach der Gesundheit sucht, sondern nach der Krankheit. Und was ich denke, das wird sich auch in meinem Körper umsetzen. Denn du bist, was du denkst. So heißt es doch. Denk dich gesund, dann bist du gesund. Schau mal. Und der Jesus, naja, ihr wisst ja, was ihm alles passiert ist, was man mit ihm gemacht hat. Er hat auch seinen Jüngern das Heilen gelernt, und hat gesagt, geht hinaus und heilet die Kranken. Leider durften sie das nicht. Es war ähnlich wie heute. Unglaublich, ne? Tja. Und das kommt dadurch, weil die Menschen zu sehr im Verstand waren. Gerade in der materiellen Zeit jetzt, die hinter uns liegt. Wir haben von 0 bis 1000, das Zeitalter, wurden die Religionen erschaffen, wurden Länder erobert, gekämpft, auch bekriegt. Und danach kam die materielle Welt. Und jetzt haben wir das Zeitalter des göttlichen Geistes. Das ist das Zeitalter, wo der Mensch frei wird von diesen ganzen Vergangenheitsprogrammen. Und heute darf er ja auch, dürft ihr ja auch von schief und krumm verdreht einen Quantensprung erleben in eine ganz neue Dimension des geistigen Heilens. Wir geben euch die Freiheit zurück. Und wenn der Mensch frei ist, dann ist er auch in der Liebe, dann ist er auch in der Rechtschaffenheit und auch in der Gewaltlosigkeit. Wir haben so viel Gewalt im Außen. Und wenn man mal zurückschaut, wo kommt denn das her? Erschrecken, was man dann für ein Resultat erzielt. Durch die Religionen, durch die vielen verschiedenen Glaubensformen. Das ist aber doch alles gar nicht göttlich, oder? Nein, die suchen den Gott und wollen ihn repräsentieren mit ihren Handlungen, aber das ist nicht von Gott. Und das muss alles noch überwunden werden. In diesem Zeitalter wird das möglich sein. Der Mensch darf den Gott in sich erwecken, in sich erkennen und auch danach leben. Gott ist in jedem. Und das hat auch der Jesus schon gesagt. Ich und der Vater sind eins. Er hat das gleich untrennbar so seinen Menschen, den er Vorträge gehalten hat, übermittelt. Und das ist auch das einzig Wahre. Und das geistige Heilen wird die Medizin der Zukunft sein. Glaubt mir. Ja, muss. Weil ohne Geist gibt es keine Heilung. Schulmedizin fehlt der Geist. Aber das darf ich alles gar nicht sagen. Hallo. Verratet mich nicht. So, das ist unser Programm. Der Mensch als Vierfüßler hatte ein sehr gelenkiges Becken. Das hat der Affe ja heute noch. Aber der Neandertaler hat schon auf 2 Beinen gestanden. Er hat auch mehrere Evolutionsepochen hinter sich gebracht. Einmal noch hängen, die Arme waren sehr lang. Später haben sich die Arme verkürzt, der Kopf kam hoch. Und dann sehen wir hier den Homo sapiens. Der geht schon aufrecht. Und das nächste Resultat ist der Mensch. Gottmensch nennt man ihn. Die Krönung der Schöpfung heißt es. Aber hat die Krönung der Schöpfung noch einen Stab, wo sie sich festhalten muss? Kann ich mir nicht vorstellen. Gott macht doch nur Vollkommenes. Er ist noch nicht die Krönung der Schöpfung. Erst wenn ihr heute hier rausgeht, seid ihr das. Weil dieser Mensch ist noch nicht in Balance. Die Überlieferung von seinem Schwenkbecken, nenne ich das mal, was noch hin und her schaukelt und noch keine Manifestation hat, die macht den Becken Schiefstand und daraus resultieren unterschiedlich lange Arme, unterschiedlich lange Beine. Und die Balance ist noch gar nicht gegeben. Deshalb muss er sich stützen. Und das ist dann die nächste Etappe. Aber der Schmerz. Weil die Fehlbelastung, die er jeden Tag erlebt, sobald er morgens die Beine aus dem Bett tut, wenn die Knie fehlbelastet, die Hüften, die Wirbelsäule, muss sich durch die Erdanziehungskraft ja krümmen. Sonst würde der Mensch ja umfallen. Ja, das ist der Leidensweg. Die Volkskrankheit Nummer 1, sagt man auch. Das Kreuz mit dem Kreuz.
Und wer kann helfen? Der Geistheiler. So geht ihr heute hier raus. Diese ganze Zeit, die löst sich ab. Sogar bis zu karmischen Strukturen. Wisst ihr, was das ist? Karmische Karma. Dinge aus früherem Leben. Das dürft ihr heute alles überwinden. Es ist so unsagbar viel mehr als das, was ich euch jetzt erzähle. Aber das alles so aufzureihen, das ist ein Tagesseminar. Und so lange wollt ihr bestimmt nicht bleiben. Auf jeden Fall, ihr dürft euch erheben. Die Schraube, dieses festgezurrt sein in alte Muster löst sich auf und ihr steigt auf. Und dieser Mensch, der ihr dann seid, der darf sich Quantengott nennen. Natürlich wird es erstmal auf Widerstand stoßen, wenn ihr nach Hause kommt und wo du dann in deiner Familie sagst, ich bin jetzt ein Quantengott, oh oh, da wird eine schöne Antwort kommen. Aber macht es euch vertraut, es ist so. Denn der Quantengott ist eigentlich ein Mensch, der in Gott eins sein Bewusstsein steht. Das ist doch ganz einfach, habe ich euch ja gerade gesagt. Gott in uns. So ganz leicht. Aber es nennt sich Quantengott. Das hört sich ja an. Kann noch nicht jeder hören. Aber ihr sollt es wissen. Ich kann nicht was anderes sagen, weil es wäre nicht die Wirklichkeit. Ihr erhebt euch zum Quantengott und seid unmittelbar vereint mit dem Universum. Denn wir sind ja nur ein Teil dieser physischen Körper. Wir haben viel mehr Anteile. Aber das ist auch Teil unserer Seminare, will ich nicht so sehr ausdehnen. Aber das kommt euch doch irgendwie jetzt sicherlich logisch vor. Ja, könnt ihr nachvollziehen, wie die Menschheitsentwicklung jetzt vorangeht. Und das ist auch, mehr geht nicht. Was ihr heute erlebt, mehr geht gar nicht. Wenn der Quantengott das Bewusstsein hat, dass er eins mit Gott ist, in dieser wunderbaren Verschmelzung, dann kann man sich auch selbst heilen. Die Heilkräfte in uns haben ganz andere Kraft, die Selbstheilungskräfte. Tja, da können wir wieder drüber reden, bevor wir da losflitzen und nach Krankheiten suchen lassen. Denkt mal erstmal an die Selbstheilungskräfte. Ich könnte euch solche unglaublichen Geschichten erzählen, was mich selbst betraf. Als ich 35 Jahre alt war, hatte ich so unglaublich viel hart gearbeitet, dass mir die Hüfte wehtat, denn ich hatte damals auch noch einen Beinlängenunterschied von nahezu 3 cm. Da bin ich zum Arzt. Ich konnte kaum noch laufen. Da hat er gesagt, oh, Röntgenbild, das sieht aber schlecht aus. Ihre Hüfte ist ja schon sozusagen voll mit Arthrose. Oh, was Worte. Wir müssen mal einen Antrag stellen. Vielleicht können wir Ihnen schon ein künstliches Hüftgelenk einsetzen. Aber wie gesagt, das ist normalerweise erst ab 50 möglich, sind noch so jung, wir probieren es mal. Wie der das gesagt hat, da habe ich nur voll auf der Bremse gestanden und habe gesagt, nein, um Gottes Willen, probieren Sie mal gar nichts. Ich versuche es erst mal mit meinen Selbstheilungskräften. Naja, er hat mich entsprechend angeguckt und dann quasi so los, du Verrückte. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, was rede ich eigentlich da? Wer hat da durch mich geredet? Ja, es war irgendwie eine Eingebung. Und ich gehe zum Aufzug, fahre runter, gehe raus, steige ins Auto und war von diesem Tag an geheilt. Ich habe bis heute keine Hüftschmerzen mehr. Könnt ihr euch das vorstellen? Allein der Gedanke, die Selbstheilungskräfte. Vorher hatte ich eine Knochendichte-Messung machen lassen. Da hat er auch gejammert. Sie haben ein Skelett wie ein 70-jähriger Mann. Ihre Frau. 70-jährige. Was? Ja, Sie haben viel zu viel gearbeitet und nicht auf Ihre Gesundheit geachtet und auch sich nicht gut ernährt. Kurz und gut. Die Knochendichte-Messung war ein Schock. Aber ich wollte das auch nicht akzeptieren. Jetzt war ich ja schon schmerzfrei geworden. Da habe ich gedacht, ach, lass ihn mal reden. Naja, so nach einem Vierteljahr ist mir das auf einmal wieder eingefallen, muss man zur Nachkontrolle gehen. Bin extra ins gleiche Krankenhaus, gleiche Maschine, Knochendichte-Messung machen lassen. Und dann ruft er an, Frau Wübner, Knochendichte-Messung ist da, ich komme Sie mal vorbei, ich bin hingefahren. Und er sagt, ja, Entschuldigung, heute sind Sie ja umsonst gekommen.
Denn die Knochendichte-Messung zeigt ja über 100%. Da war leider an dem Tag das Gerät kaputt. Da stellt euch mal vor, Sie haben eine Knochendichte wie ein Kind. Das kann ja gar nicht sein. Ich sage, nee, ich habe Ihnen davon den Selbstheilungskräften erzählt. Und so ist jetzt meine Knochendichte-Messung die richtige, nicht das Gerät ist kaputt. Er war ja mal brav, ja. Und deshalb weiß ich, dass das alles funktioniert. Man muss nur die richtige Gedankenhaltung haben. Sich gesund denken, sich auch gesund wünschen. Da kommt das auch. So, also das habt ihr verstanden. Und jetzt kommt auch nochmal, warum kam die Menschheit vom göttlichen Weg der wahren Heilwerdung ab? Tja, wenn jeder sich selbst heilen könnte, tja, was macht denn dann die Schulmedizin? Was macht denn dann die Pharmaindustrie? Das sind ja Wirtschaftszweige. Die stützen ja alles. Wenn die wegfallen, oh oh, da kommt auch die politische Lage ins Schwanken. Der Kranke wird ja gebraucht. Wer hat denn heute noch die Heilabsicht? Ärzte, die mir Leute schicken. Irgendwann haben sie mir mal niemanden mehr geschickt. Da habe ich mal gefragt, weil ich jemanden getroffen habe, der sehr schief war. Da sagt, ja, ich bin da und da in Betreuung. Ich sage, warum schickt sie dich nicht mal zu mir? Ich kann dir da wirklich helfen. Er war sehr schwer betroffen. Die Gelenke schon kaputt und noch eine Lebererkrankung. Ja, da habe ich schon mal angerufen, die kannte ich ja, die Ärztin. Da habe ich gesagt, du Petra, wie sieht denn das aus? Ich habe da jemanden kennengelernt, der ist bei dir in Betreuung schon über ein Jahr. Aber du kannst ihm ja gar nicht helfen. Da sagt sie, ja, aber meine Kinder haben zwei Pferde und wer soll denn die Stallpacht bezahlen? Und wenn ich die Leute zu dir schicke, dann machst du die gesund. Ja, wie stellst denn du dir das vor? Ich bin geschockt gewesen. Ja. So läuft das ab. Und so werden wir Heiler immer wieder ein bisschen versucht zu verdrängen, weil das ist ja auch preiswert und so weiter. Der Mensch braucht ja am Krankenzustand, du brauchst nicht im Gesunden. Die Selbstheilungskräfte werden verleugnet, was ein Beweis dafür ist, dass die schulmedizinischen Therapien völlig vom Universalen getrennt sind. Also das Universale im Menschen wird da gar nicht bedacht. Die Vermutung, dass Pillen heilen könnten, ist eine unbestätigte Assoziation der linearen Sichtweise. Also man guckt da immer nur gerade aus. Viele Ärzte empfinden sich heute schon als lizenzierte Drogenhändler. Also das ist sogar in einem Fernsehbeitrag dokumentiert, das habe nicht ich mir ausgedacht, wo mehrere Ärzte sich zusammengetan haben, das ist ein Beitrag aus USA, die haben gesagt, wir sind lizenzierte Drogenhändler, wir können nicht heilen, wir können nicht wirklich helfen. Und daraus müssen wir uns befreien. So. Zumal wissenschaftlich bestätigt ist, dass Placebos heilsamer sind als moderne Chemiepillen. Das stimmt auch. Placebo-Forschung gibt es doch alles. Ja. Und warum gibt man den Leuten nicht irgend so ein Traubenzuckerpäckchen? Sammlungen von Heilwundern sind Ärzten bekannt, aber man hält sie verborgen im Glauben, die Zeit sei noch nicht reif, die Menschheit darüber zu informieren. Wie frech, hm? Also die bestimmen könnten, wann die Zeit reif ist. Das wird auch von oben bestimmt. Das ist eine Anmaßung. Gut, also ihr hört vielleicht auch in meiner Stimme oder so, dass ich da eine Pionierfunktion habe und auch nicht mit allem einverstanden bin. Ich bin eine Kämpfernatur und ich kämpfe für das Gute und das Recht eines jeden Menschen. Jeder Mensch hat das Recht, gesund zu sein. Ja. Heute gehen Pillen über die Apothekentheke, da steht drauf, kann zu Herzstillstand führen bei den Nebenwirkungen. Ja, ist das noch normal? Ich habe selbst zwei impfgeschädigte Kinder, ich habe zwei medikamentengeschädigte Kinder. Ich weiß, von was ich rede. Prozessiere schon seit 45 Jahren. So, ihr Lieben. Man hält sie verborgen im Glauben, ja gut. Werdet ihr wieder Teil eures göttlichen Bewusstseins und helft mit, über das geistige Heilen zu informieren, damit Schmerzen, Leid und Pein endlich besiegt werden können. Macht das einfach. Das, was ihr heute erlebt, ist nicht nur für euch. Erzählt das auch. Egal wie die anderen gucken, seid Informanten. Alles, was ihr sagt, wird erhört.
Auch wenn der Mensch noch nicht die Geistesreife hat und sich erstmal lieber von euch abwendet. Oh, Blödsinn, alles gar nicht. Geht nicht, kann gar nicht sein. Gibt es nicht. Information, ich sag's mal umgekehrt. Als ich anfing als Heilerin, das ist schon 30 Jahre zurück, da habe ich so meine ersten Versuche gemacht. Und irgendwie haben die Leute damals überhaupt noch nicht die Ohren offen gehabt. Gegenteil. Die haben gesagt, na, schwebst du wieder auf Wolke 7? Oder so ein Quatsch müsste ich mir anhören. Und der Freundeskreis, der ist immer mehr zerfallen. Er wollte mit mir nichts zu tun haben. Waren krank bis hinten hin, kamen aber nicht. Ein Freund von meinem früheren Mann ist sogar verstorben. Als ich ihm gesagt habe, du musst mal schauen, du hast eine krumme Wirbelsäule, dein Herz ist blockiert. Nö, nö. Na gut. Und, aber ich habe, glaube ich, den Faden verloren. Ah ja, da sagte ich zur geistigen Welt, mein Gott, ist das beschwerlich. Ich will doch nur Gutes tun. Aber die Leute sind noch nicht bereit, das zu akzeptieren oder überhaupt mir zuzuhören. Da sagte die geistige Welt, das stimmt doch gar nicht. Dir hört doch die Seele zu. Ich war für alles versöhnt. Euch hört die Seele zu. Wenn ihr das jemandem erzählt, der das noch nicht verstehen kann, die Seele versteht eure Sprache. Und irgendwann kümmert sie sich um diese Person. Dann steht er vor der Tür und sagt, du wolltest mir doch neulich mal eine Adresse geben, wo war das denn, hin und her. Und plötzlich erfüllt es sich. Es ist so schön, das zu beobachten. Und die größten Skeptiker sind hinterher immer meine größten Werbeträger. Hier waren schon so viele, die Männer neigen dazu, skeptisch, kritisch und zweifelnd zu sein. Nö, ich will damit nichts zu tun haben. Du lachst gerade, hast du deinen Mann auch so überzeugen müssen? Er glaubt jetzt noch nicht dran. Ja, wir werden es dir beweisen. Und dann muss ich sagen, weil die Kritiker und die Skeptiker, die sind dann immer so unterwegs mit diesen negativen Gedanken. Und dann auf einmal, bumm, eine Wende. Auf einmal reden sie ganz anders. Da glaubt denen auch jeder Mensch. Was mir dann die Frauen erzählen, das ist so schön. So, früher habe ich 250 Leute am Tag hier gehabt, nach einem Fernsehbeitrag. Also da konnte ich nicht einzeln behandeln. Ihr habt heute besondere Privilegien. Jeder wird einzeln behandelt. Meine Heiler beteiligen sich daran. Und ihr werdet von mir noch einzeln behandelt. Ich gehe auf all eure Bedürftigkeiten ein. Genießt diesen Tag in vollen Zügen. Ja? Gut, das war eine Zeit, da konnte ich nur Kollektivarbeit machen. Das ist mir auch möglich. Ich habe keine Personenbegrenzung. Kann auf einmal alle erfassen. Aber wir machen ja sogar Fotos von euch, damit ihr ein bleibendes Dokument habt. Vorher und nachher. Ja, hoppsa. Das ist so, das, was die Schulmedizin darüber weiß. Nicht viel leider. Volkskrankheit Nummer 1. 500 Milliarden werden jährlich für Rückenkranke ausgegeben, für Therapien, die nichts nützen. Weil das schiefe Becken kann kein Schulmediziner beheben. Auch geht ja nicht mehr zum Chiropraktiker oder sowas. Ausgeschlossen. Ja, Arbeitsausfall nochmal genauso viel. Stellt euch mal vor, was ich den Menschen, ein Geld, den Krankenkassen ein Geld ersparen könnte. Ich hatte eine Krankenkasse für unsere Arbeit gewonnen. Die hat zugesagt. Und dann habe ich das ins Internet gesetzt. Fragt bei eurer Krankenkasse nach, die sowieso, die AOK, wollte sich damals mit mir verbinden. Das war doch toll. Weil die hatten Leute von ihrem, die Leiterin der Filiale, die hatte sich hier begradigen lassen, war so überwältigt und wollte das managen. Und ich habe das dann ins Facebook, Facebook gab es noch keinen, in die Homepage aufgenommen und habe dann aber nicht die erwähnt, das wollten sie auch nicht. Und trotzdem, es gab so eine schlechte Nachricht, Montag stand schon die Polizei bei mir vor der Tür. Nehmen Sie das sofort aus dem Internet. Die sind sogar dabei geblieben, stehen geblieben, dass ich das gelöscht habe. Und draußen hatte ich ein Plakat hängen, fragt bei eurer Krankenkasse nach. Nein, Herr Riegel vorgeschoben, die Krankenkassen haben sich dermaßen aufgeregt. Und sie werden das nie übernehmen. Das war die Aussage. Tja, dann habe ich da angerufen, habe ich so, was ist das denn für eine Gedanken?
Veränderung in so kurzer Zeit. Ich war doch letzte Woche noch so begeistert. Da sagt er, ja, wenn wir das unterm Strich zusammen addieren, dann wollen Sie uns denn die Arbeitsplätze wegnehmen? Tja, und da ging das eigentlich auf das gleiche Thema hinaus. Der Kranke wird gebraucht. Keiner hat Absicht, den gesund zu machen. Ja. Ich hätte gerne gehabt, dass Sie das bezuschussen, denn seit 1957 wird in England der Geistheiler mit einbezogen in Heilweisen, der arbeitet in Kliniken mit und die Krankenkasse übernimmt 80% der Kosten. Und hier stehen Sie aber voll auf der Bremse. Wollen Sie nicht. Das ist leider so. Gut. Und deshalb da noch mal kurz eine Übersicht, da haben wir mit einer Lasertechnik aufgezeichnet. Jeder Mensch ist schief und krumm. Es gibt gar keine geraden Menschen. Weil er hat dieses alte Muster. Und die junge Frau, die ist so wirklich hübsch, die hat auch gesagt, nö, ich brauche nicht vermessen werden, ich bin perfekt. Aber wenn man mal genau hinschaut, wie schief und krumm alles ist, Knie, Beine, unterschiedlich lange Arme, auch der Kopf sitzt schief, der Kiefer saß schief, die Schlüsselbeine gehen so runter, Schultern so. Und das ist die unsichtbare Last, die sie mitgebracht hat in dieses Leben. Und hier noch Last, Trennungsgeschichten und so weiter. Das verzieht den Menschen komplett. Und wenn er ein schiefes Becken hat, was er angeboren hat, dann hat er natürlich auch irgendwann Bedarf nach einem künstlichen Hüftgelenk. 500.000 künstliche Hüftgelenke werden jährlich hier eingesetzt. Aber die Zahlen sind schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, es sind viel mehr. 300.000 Kniegelenke, Bandscheibenvorfälle werden operiert, Verdrahtungen wegen Wirbelgleiten und so weiter, Absatzerhöhungen, Korsett. Das sind nutzlose Therapien, die bringen nichts. Stell dir mal vor, man steckt so einen jungen Menschen in ein Korsett. Das ist ja ein Folterwerk. Als ob man einen Körper verbiegen könnte. Und wenn das Korsett irgendwann lässt man es auf, kommt es doch wieder zurück, weil das Becken ist doch schief. Wirbelkleiden und so weiter. Also 500 Milliarden Euro, keine Heilung. Die emotionale Ebene, warum der Mensch noch eine Last auf dem Kreuz hat, das interessiert dich sowieso nicht. So, wer nichts macht, der sieht dann im Alter auch so aus. Und so sind viele alte Menschen. Ja. Sie gehen dann so nach vorne, in sich zusammen. Wer aber begradigt ist, der kann aufrecht bleiben. Der wird so nicht aussehen. Und deshalb ist das auch wichtig, dass ältere Leute kommen. Bringt Oma und Opa mit, es lohnt sich immer. Hier haben sie mordsmäßig rumgeflickt, operiert. Aber wenn ihr mal genau hinschaut, was sehen wir hier? Das schiefe Becken. Also, was haben sie denn damit erreicht? Wir haben zwar den Knochen abgetrennt und der Frau ein Korsett da rein operiert. Was ein Flickwerk. Und deutlich zu sehen, die Frau hat ein schiefes Becken, hier hat sie viel mehr Gewicht. Der Körper hat als Ausgleich, dass sie nicht umfällt, hier Masse gebildet. Könnt ihr das erkennen? Wenn das Becken von mir begradigt wird, ist das so, da das Ganze wird flach und dann ist die Wirbelsäule kerzengerade und dann polstert sich das sowieso von alleine weg, weil das wird ja nicht mehr gebraucht. Der Knochen baut sich zurück. Vielleicht noch ein bisschen Training auf der Seite und schon ist alles gleich. Und hier haben sie gar nichts bewirkt, sondern die Frau ist eigentlich ein schulmedizinisches Opfer. Weil sie sich nicht mit dem Geist beschäftigen. Ja, man kann einen Arzt dazu holen. Also, ich habe gerade gestern Abend einen Fernsehbeitrag gesehen. Die sagen ganz einfach, das glauben wir nicht. Sie wollen es auch gar nicht sehen, das glauben wir nicht. Zu linear. Und das muss sich ändern. Ja, hier nochmal ein paar Bilder von Indien. Wir arbeiten natürlich auch am Klinikum in Indien mit. Da warten 350 Ärzte auf unser Kommen. Nächstes Jahr machen wir das. Nee, dieses Jahr im Herbst. Die wollen lernen. Also die indische Bevölkerung ist noch schwerer betroffen als wir hier, weil die auch noch einen Nahrungsmangel haben. Und die Wirbelsäulen sind ganz verdreht und verkrümmt, weil das Becken ist schief und dann kommen dann solche Leute zu uns. Das ist extrem.
Und trotzdem haben wir in großem Umfang auch dort geholfen. Wer begradigt ist, dessen Gehirn arbeitet da ganz anders. Weil die beiden Schädelplatten endlich auch mittig sind. Wenn ein Mensch schief ist, dann sitzt das alles schräg. Auch die Organe und die Steuerzentren sind verschoben. Tanja hat sich da testen lassen, das war lustig und ein tolles Ergebnis. So, das ist eins der wichtigsten Bilder hier, weil ihr erkennen könnt, dass an der Wirbelsäule auch die Organfunktion angeschlossen ist. Und die Steuerzentren. Wenn die Leute sagen, ich bin herzkrank, dann sind die ja gar nicht herzkrank. Die haben nur eine gestauchte Brustwirbelsäule. Da kann man doch nicht am Herzen herumoperieren. Oder. Und so habe ich schon so viele Herzkranke gerettet, die operiert werden sollten. Und so geht es mit den Organen weiter. Ist noch viel mehr. Es gibt noch die Tabellen, die habe ich entdeckt im Ausland. Die haben sich jetzt damit vertieft. Die Durchblutung, die Arterien. Alles hängt an der Wirbelsäule angeschlossen. Das ist nicht nur ein Knochengestell. Weil in der Wirbelsäule drin befindet sich das zentrale Nervensystem. Von dort aus werden die Organe gesteuert. Und wenn die Wirbelsäule schief ist, dann ist dort eine Fehlfunktion zu erwarten. Und so hat man Diabetes und was alles. Ja? Durch die Wirbelsäule, nicht durchs Organ an sich. Da nochmal ein bisschen genauer. Tanja schreibt ja Bücher und da könnt ihr das alles auch genau lesen. Kopfdurchblutung, Ohren. Hypophyse, die Drüsen, das Erinnerungssystem, die Konzentration, Augen, Sehnerven. Das ist alles an der Wirbelsäule angeschlossen. Der Mensch funktioniert über die Wirbelsäule. Jede Heilung muss an der Wirbelsäule beginnen. Ja, ein großes Umdenken für die Schulmedizin. Und da gibt es noch Steuerhauptzentren und Steuerunterzentren. Und diese Tabelle ist schon von 1956. Paul Schmidt hat die entwickelt. Er war ein Physiker und als er mit diesem Wissen berühmt wurde, da hat man ihn eigentlich bedroht. So ist das leider. Keiner wollte das umsetzen und irgendwann musste er sogar auswandern. Ja. Zellerneuerung, Tumor, Krebsheilung, alles an der Wirbelsäule. Wenn die da schief ist, hier im Lendenwirbelsäulenbereich und da oben als Nackenwirbelsäule, dann kann man eigentlich nicht mit einer Heilung rechnen. Das hängt davon ab. Auch hier die ganze Steuerunterzentren, da ist die ganze Psyche mit eingebettet, das Kreativzentrum, Kunstzentrum, Zentrum des Denkens und so weiter. Die Wirbelsäule ist ein Wunderwerk. Habt ihr das überhaupt geahnt, was die Wirbelsäule für eine Funktion im Körper hat? Nö. Kann ich mir vorstellen. Woher sollt ihr es wissen? Jetzt erfahrt ihr es. Nochmal wichtig, das habe ich auch, zeige ich auch gerne, weil die Menschen machen auch manchmal Fehler, die setzen sich so hin und halten die wichtigsten Energiezentren zu. Gerade die älteren Leute, die sitzen immer so. Muss ich sofort erklären. Das ist auch nichts. Weil hier ist das Wurzelchakra, die Erdung. Und so geht gar nicht. Schlimmste Haltung. Kippen sie nach vorne, so laufen die alten Leute gerne rum. Kriegen einen Hängerrücken, Runsch, ich sage immer einen Rücken wie eine Schildkröte. Und sind energetisch unterversorgt. Achtet darauf, dass ihr einfach nur gerade steht. Das hier geht nicht. Aber das ist eine Haltung, das machen die meisten, komischerweise. So, hier haben wir ein ganz tolles Bild, nämlich hier sieht man auch nochmal das bestätigt, was ich die ganze Zeit erzähle. Die Wirbelsäule bildet auch den Embryo. Die legt sich nämlich schon unmittelbar nach der Eizellenbefruchtung an, als erstes. Und von da aus entwickelt sich das Kind. Der Mensch ist ein Wunderwerk. Jede Geburt ist ein Wunder. Leider meint die Schulmedizin, die muss jetzt alle 4 Wochen Ultraschall machen. Was ist denn das?
Ja, das Kind könnte ja behindert sein. Allein diesen Giftstachel der Mutter schon in den Kopf zu legen, das Kind könnte behindert sein, es ist schon eine Sünde. Die Mutter hat die ganzen 9 Monate Panik. Ist es so? Man sollte das nicht machen, weil auch Ultraschall schafft Zellabfall. Die sagen, ach, das macht ja nichts, das ist ja gar nicht wahr. Ich bin ja gerade jetzt tätig, ich kann ja gucken, wie sind die Messungen vor der Untersuchung und hinterher. Katastrophe. Aber die kennen sich nicht aus. Familienheilung, ja. Bringt alle mit, das kann ich euch nur empfehlen. Wenn einer begradigt ist in der Familie, dann hat er eine viel höhere Schwingung wie die anderen. Die Unbegradigten, die haben ja noch das alte Muster. Dann haben die auch noch eine schwere Energie. Und wenn die ganze Familie hier war, dann ist das wunderbar. Dann seid ihr alles Lichtarbeiter, Lichtträger. Und Kinder, denkt nicht, dass sie nicht schief und krumm sind. Kinder sind am meisten betroffen. Die haben schon 2 Zentimeter Fehlstellung. 3 haben wir alles schon gehabt, 4 sogar. Bilder habe ich auf YouTube, könnt ihr euch mal anschauen, da habe ich Filme. Da kann man sehen, wie schlimm die Kinder betroffen sind. Nach der Behandlung, perfekt. Beine gleich lang, die Fältchen passen. Becken ist gerade. Und das ist wichtig. Die Kinder müssen begradigt werden. Bringt alle mit. Wir müssen ja nicht warten, bis die Kinder dann Spätschäden haben. Denn müssen ja auch ihre Schultasche tragen. Und wenn man ein schiefes Becken hat, was das schon für ein Schaden ist. Gut. So ein paar Männerbeine. 4 cm, 6 cm, 7 cm. Verdrehte Schultern wird bei uns alles perfekt gerade. Ihr kommt schief und krumm und geht als neue Menschen hier raus. So wird es bei euch auch aussehen. Das ist so ein Standard. Krumme Schultern, sie war schon früh berentet, schon schwerste Tabletten genommen, Morphine und dann die Heilung. Ja. Und die auch. Bei mir geht auch eine axiale Verdrehung weg. Axial heißt das Iliosakralgelenk. Dieses Gelenk hier unten, dieses, das ist nochmal gekippt nach vorne oder nach hinten. Dadurch sind die Ergebnisse, wenn wir messen, im Sitzen und im Liegen unterschiedlich. Ein katastrophaler Zustand mit schweren Spätschäden. Die Leute brauchen früh einen Rollator und können gar nicht gehen. Aber das ist nach meiner Behandlung nicht mehr euer Thema. Weil ich kann es auch beheben. Wir können es auch beheben. Die junge Frau, ein Trauerspiel. Solche Schmerzen. Und zwar, sie war ja schon angemeldet in einer Münchner Klinik. Da gibt es allen Ernstes eine Klinik, die den Beckenschiefstand zwar nicht beheben kann, aber die sägen dann aus dem langen Bein ein Stück raus. Und setzen das auf der anderen Seite ein. Und so eine Frau habe ich mal zur Behandlung gehabt. Die hat aber wirklich geheult. Denn nachher war sie perfekt gerade, Becken gerade, aber jetzt waren die Beine unterschiedlich. Da musste sie so eine Einlage tragen. Jo, was da alles gemacht wird. Ja, das war auch eine axiale Verdrehung. Frau und die Oma, die hatte das Becken so zur Seite gekippt. Und auch natürlich enorm schräge Schultern, Hängeschultern und so weiter. Dem jungen Mann, es war ein Fußballstar aus Litauen, 2-mal schon am Knie operiert, bei so einem Beckenschiefstand, kein Wunder. Dann noch Sport mit so einem Beckenschiefstand, das ist dann wirklich gefährlich. So hat sich das ganze Gelenk aufgelöst und die 2 Operationen haben gar nichts gebracht. Er hatte nur Schmerzen und dann nach der Begradigung weint vor Glück. Also das war ein sehr emotionales eine emotionale Begegnung, weil er konnte so richtig seine Emotionen zeigen und war sofort schmerzfrei. Da kann keiner sonst helfen, nur der Geist. Und das hat er auch gemacht. Da war mal ein Thomas Holtbrücke, auch ein Skeptiker, Zweifler, Kritiker, der hat aber mal seine Schuhe beobachtet. Und da sieht man mal, was das zu lange Bein für eine Wucht hat, dass es sogar so einen harten Korb runterdrücken kann. Ja?
Und die Schuhe hat er nicht länger als 3 Monate getragen, da waren die ja kaputt. Übrigens, solche Schuhe tragt nicht. Nein. Ja, die sehen aber anders aus. Also die Birkenstock, die haben so ein vorgefertigtes Polster unten, eine Sohle. Und dann sind die ja Bretter, die kann man nicht biegen. Und der Fuß wird in eine Zwangshaltung gepresst. Und denk mal an die Reflexologie. Wie gefährlich das ist. Ja, in China zum Beispiel. Ich war bei einem Vortrag bei einem Chinesen, aber da war ich nicht in China, sondern hier. Der hat das mal aufgezeigt. Der hatte das erforscht. Das ist eine Katastrophe, solche Schuhe. Er hat gewarnt davor. Also, lauft barfuß zu Hause oder holt euch die Noppenschuhe. Ich habe vielleicht noch ein paar da. Wenn nicht, geht ins Internet, kauft sie euch dort. Es gibt wunderbare Barfußschuhe. Sehen ein bisschen aus wie Turnschuhe, haben unten drauf Noppen, sind auch für draußen gedacht, steckst in die Waschmaschine. Ich meine, wenn es jetzt schneit, muss man nicht unbedingt, aber wenn es schöner wird, dann kann man mit diesen feinen Schüchen nicht gehen. Aber wenn es wieder schöner wird, das ist toll. Die Sabine hat sich gerade welche gekauft gehabt, ich lasse euch nachher mal zeigen. Ja, die machen sich schon Gedanken, das Barfußgehen ist natürlich noch das Allerbeste. Wir dürfen auch nicht rumdrücken unten. Also die Omis, die da beim Orthopäden waren und dann Einlagen verschrieben bekommen, die können ja bald gar nicht mehr gehen. Einlagen sind überhaupt die Katastrophe. Und ihr müsst, falls ihr Einlagen habt für Plattfüße oder Senkfuß oder sowas, oder Absatzerhöhung, die müsst ihr jetzt wirklich ausrangieren. Die passen nicht mehr zu euren Füßen, weil eure Fußheber werden jetzt ganz anders belastet. Nämlich endlich mal richtig. Und deshalb Abstand nehmen von solchen Sachen. Die helfen überhaupt nicht. Das ist eine Zwangshaltung. Und die wollen wir nicht. So, auch hier mal kurz, aber ich glaube, ich zeige schon das nächste. Da sieht man es noch besser. Es gibt Geräte, das ist ein russisches Aufzeichnungsgerät für feinstoffliche Energien. Da sieht man mal, wie wir den Menschen verändern durch meine Heilarbeit. So kommt ihr zu uns. Euer Energiefeld ist irgendwie zerrissen. Es ist, passt nicht. So ist auch die Aura. Euer Schutzkleid, es ist nicht vollkommen. Nach der Behandlung oder vor der Behandlung, schaut mal, die roten Ecken, das ist alles Energiestau. Lebensenergie ist bei diesem Mann überhaupt nicht geflossen. Hier, unmittelbar nach der Begradigung, sieht man schon die vielen gelben Punkte. Eine große Veränderung. Und ich bin mir sicher, hätten wir noch ein paar Minuten gewartet, da wären die Dreieckchen auch noch weg. Aber wir wollten Momentaufzeichnungen machen, ja? Und schaut mal, wie sein Energiekörper aussieht. Da sind Heilfarben, violett, die spirituelle Farbe. Heilfarben von oben nach unten und sogar dann sieht man den Trichter, die Energie zum Universum, das in dieser violetten Heilfarbe, das ist phänomenal. Die Fontanelle, die muss aufbleiben. Deswegen haben wir die. Da geht die Energie des Universums rein. Schaut mal, wie toll. Ja, Daniel Goulart hat das alles aufgezeichnet, wissenschaftlich bewiesen. Die Delta-Energie und die Theta-Energie sind ganz aktiv und verbinden uns mit dem Universum. Und so kann man auf dieser Tabelle auch sehen, die Lebensenergie steigt. Auf dem, wo grün ist, sieht man, wie das Ganze den Körper belebt. Und hier ist nur noch eins Eckchen, tot. Mehr kann man eigentlich auch nicht beweisen. Das ist jetzt so schwierig zu erklären. Lieber nochmal das hier, vorher, nachher. Also das Aggressionspotenzial schrumpft weg. Die Menschen werden gelassen in sich, friedlich. Und alles darf sich verbessern. Die Energie geht auch nicht mehr verloren. Sie kommt vom großen Geist und bleibt immer in euch. Das Negative hebt sich auf und so kann man auch feststellen, dass psychisch kranke Menschen sich wesentlich verbessern. Stress baut sich ab. Ja, auch nochmal ein Beweis. Mein Schüler, der Lothar, er begradigt gerade einen Menschen, das ist in Italien, das ist mein Assistent. Der Fabio, in welcher Farbe die beiden sind, nämlich in der Delta
Und in der Theta-Energie, da sind die höchsten Schwingungen, man spricht hier auch von der göttlichen Energie. Alles dokumentiert. Ja, also dieser junge Mann, den hatten wir damals, der hatte so Rückenschmerzen, es war ein Sportler, ein Schwimmer. Und da sieht man auch unten nach der Behandlung, wenn die Energie fließt, man kann es nicht so deutlich sehen, aber sein Körper hat ganz viel weißes Licht bekommen. Hier nicht, da unten hat er sich deswegen auch sofort gelockert und war sehr schönes Energiefeld aufgezeichnet. Hupsa, ich glaube, ich habe was übersprochen. Tierbehandlung mache ich auch. Also Sport ist Mord, selbst Yoga schädigt, wenn das Becken schief ist. Ich habe viele Yoga-Lehrer hier, die im Alter überhaupt nicht mehr richtig laufen können, weil die haben sich das Becken ausgehebelt durch den Schiefstand. Gefährlich. Erst begradigt, dann kann man Yoga machen. Und jede Sportart muss überlegt werden. Wer schief und krumm ist, der hat im Alter eben durch die Fehlbelastung seine Schäden. Und natürlich kann ich auch Tiere begradigen. Und ich habe selbst einen Gnadenhof gehabt. Erst letztes Jahr habe ich ihn abgeben müssen. Unglaublich viel Arbeit, über 100 Tiere gehabt. Und jetzt habe ich das, mache ich Tierbehandlungen auch in die Ferne. Muss man nicht unbedingt sein Tier mitbringen. Eine großartige Sache. Die Tiere sind mir sehr wichtig. Durch die Tiere kam ich eigentlich auch zum Heilen. Ja, und dann noch Seminare. Das Schöne ist ja, dass ich euch auch das lehren kann. Ja, es gibt viele Heiler, und die können euch gar nichts beibringen. Und in euch strebt ja alles danach, weil ihr seid schon Heiler. Euch ist ja nur die Anleitung verloren gegangen. Durch das materielle Zeitalter kam man vom Weg weg. Und heute in meinen Seminaren, strammes Programm, bringe ich euch das wieder bei. Schon bei Stufe 1. Übrigens, nächstes Wochenende habe ich eine Stufe 1. Wer so spontan ist, kann mitmachen. Da kann man schon drei Heilweisen direkt lernen und loslegen. Die Mensch braucht, die Welt braucht Heilung. Die Menschheit braucht Heilung. Fangt einfach an. So sieht's aus, wenn die Schüler kommen. So, die göttliche Ordnung. Ich sage euch auch, warum ich das die göttliche Ordnung nenne. Da habe ich auch Ärger mit der Kirche gehabt. Ich habe ja 17 Musterprozesse geführt. Die wollten mir ja gerade alles verbieten. Aber ich bin noch da. Ihr seid ja hier in den Genheimer Weg gefahren heute. Gene kommen heim, er ist der Weg. Sagt doch schon alles. Und die Hausnummer 10 heißt Erneuerung. Wie das auch immer alles geführt ist, ich bin hier, habe diese Adresse, rot, kommt von der germanischen Gottheit Thor. Es war ein Donnergott, ein Rebell. Der hat Sommer donnern und blitzen lassen, wenn die Menschen nicht das gemacht haben, was er wollte. Also auch das passt irgendwie. So, die Stufen 1 bis 5, Reiki-Ausbildung. Reiki ist eine anerkannte Heilslehre auch in Deutschland. Darf also bedingungslos praktiziert werden, da kann kein Gesetz uns ärgern. Und so weiter. Die Herstellung von Heilhilfen, Heilmedizin selbst herstellen, das lernt man auch. Geistchirurgie lernt man, die geistige Alchemie, die Naturheilung, negative Energien umwandeln und so weiter. Ich bin auch ein Medium, Engelkontakt, an einem Tag medial, das machen wir alles. Lehrerausbildungen und so weiter. Ja. Und Tiere sind bei uns immer eingebunden. Weil Tiere sind unsere Seelengeschwister und die müssen unbedingt mit einbezogen werden. Ja. Bilde auch Tierheilpraktiker aus und bin auch selbst Tierheilpraktiker. Auf jeden Fall, ihr seht, viele Menschen wollen lernen. Und hier habe ich mal mich mit geschmückt mit Löffelchen. Wir hatten keinen großen Löffel da, das war in Italien das Bild. Da ich ein sehr starkes Energiefeld hier vorne habe, das Halschakra, Herzchakra und dann auch Solarplexus, da kann man alles auch so dranhängen. Da habe ich den Magnetismus hier und ja, ich muss lachen, denn neulich hat mir eine Frau angerufen und eine E-Mail geschrieben, da schrieb sie, du Anne, ich habe dein Löffelbild gesehen, wie ist das denn, wenn du in einen Baumarkt gehst? Tja, das
Das war eine lustige Frage. So, viele Menschen, das war ein Tanzlehrer aus Wien, hat großartige Erfolge, nachdem er seine Tanzschüler begradigt hat, hat bei mir die Begradigung gelernt. Da hat er nur noch Pokale bekommen, weil die konnten dann richtig mit der Hüfte schwingen. Kinderseminare, das macht überhaupt ganz viel Freude, mit Kindern zu lehren. Die Kinder sind ja die Heiler der Zukunft. Ja. Alle Kinder sind schon, man spricht von Kristallkindern, Indigo-Kindern. Ja, heute schon schlauer als die Lehrer. Und leider, die Eltern achten zu wenig auf die Fähigkeiten. Ja. Und so muss man sagen, auch hier der Junge, wie süß. Die sieht ja schon aus wie Mutter Maria, die Kleine. Das ist so großartig. Der 7-jährige Junge hat schon gesagt, ich bin ein Heiler. Und die Mutter hat sich nur entschuldigt, weil er das gesagt hat. Er sagte noch, ich heile wie Jesus Christus. Ich sagte, warum hast du deine Mama nicht geheilt? Dann sagt er, weil sie nicht an mich glaubt. Doch. 7 Jahre. Ich habe ihm das Seminar geschenkt. Und er prägte dann abends auf der Heimfahrt noch einen Satz, das werde ich nie vergessen. Er sagte zu den anderen Kindern hinten im Auto, jetzt rekreieren wir die Welt. Rekreieren die Heilkraft. Stellt euch das mal vor. Das Kind hat das gesagt. Wie schön. Senioren, ihr habt auch noch viele vor euch. Ihr müsst mal die Altenheim, Pflegenheim, da müssen wir überall rein. Denn da sind chaotische Zustände. Wir können alles verbessern. Mein Engelseminar. Und hier habe ich Ärzte ausgebildet aus Belgien. Das waren die ersten Ärzte, die kamen. Hat viel Spaß gemacht, ja. Und Tanja schreibt tolle Bücher. Du kamst ja auch auf Tanjas Buch hin. Sehr gut. Und Tanja gibt auch großartige Seminare. Nach der Begradigung kann man auch noch seinen Rücken immer schön elastisch halten. Durch bestimmte Übungen, den Geist frei halten. Der Alltag will ja auch gelebt werden. Wir haben Beruf, wir haben Stress und so weiter. Manchmal verspannt man sich wieder. Und schon kommt die Lockerung. Den haben wir aus dem Rollstuhl geholt. Er war schon Pflegestufe 3. Hatte kaum Beinmuskeln. Nach 3 Behandlungen konnte er laufen. Ist sogar da hoch auf die Supermärkte mit Einkaufstaschen. Das war ein Wunder. Und auch die Ärzte, das war unglaublich, als er nach Hause kam und ist da rumspaziert. Ja, Bewusstseinserweiterung. Wir verfügen ja über 8 Sinne, Minimum, wir haben viel mehr noch. Aber der 8. Sinn, Tanja hat ein schönes Buch geschrieben, der ist jederzeit schon abrufbar. Und da können wir auch Orbs erkennen und hier Karten raten. Das geht alles. Hellsichtigkeit trainieren, dreidimensionales. Ja, Tanja, ja, das kannst du ruhig mal machen. Nimm Tanjas Bücher mit, sie sind eine totale Bereicherung. So, und dann Italien. Also mein Schüler, der Lothar, den ich vorhin gerade eingeblendet habe, der ist gestern Abend auf einem Kongress gewesen. Da waren 2500 Leute, da hat er meine Heilweise vorgestellt. Und er ist auch ständig im italienischen Fernsehen. Und die Italiener, ich war ja bis zum Papst eingeladen. Das waren ja letztendlich auch. Tanja, haben wir denn gar kein Papstbild hier? Doch. Kommt bestimmt noch. Also ihr seht, die Italiener sind direkt beim Heilen dabei, Fernsehen und so weiter. Das war für dieses Land die Rettung. Denn die sind sowas am Boden zerstört, politisch und alles. Damals war noch der Berlusconi. Oh mein Gott. Und ich habe gesagt, wir müssen euer Land retten. Ich glaube, ich werde hierher geführt. Deshalb schon. Und jetzt ändert sich alles. Und da durften wir sogar in einem Schloss arbeiten, weil wir hatten so viele Leute. Ich hatte mit einem Mal 50 Schüler immer so in dieser Größenordnung. Und da haben wir dann Platz gebraucht. Und irgendwie klappte alles. Wird alles geregelt. Hat total viel Spaß gemacht. So, ach ja, da ist er ja, der Große. Ja, den haben wir natürlich auch begradigt und er bedankt er sich auch gerade. Ist das nicht schön? Aber ich habe gar nichts mit der katholischen Kirche zu tun, aber irgendwie sollte das so sein. Ja, dort waren so unreine Energien. Wie gefällt euch denn der Papst? Ja,
Das ist doch klasse, oder? Ein super Papst, echt wahr. Ein Engel. Wie er von oben runter auf mich zukam, um sich zu bedanken. Ich war so in seiner Energie. Also wir waren so eine Verschmelzung der Energien. Das war unglaublich. Und während er mich so drückt, ich hatte hier eine Kamera in der Hand, aber nur so in der Hand gehalten. Und wie ich zu Hause die Bilder anschaue, da habe ich den von unten geknipst. Und wie er so über mir steht, habe ich von unten ein Bild. Unglaublich, das hat es selbst ausgelöst, denn ich habe das nicht vorgehabt. Es ist ein Geschenk. Hier habe ich mal einen heiligen Brunnen gesegnet. Da war der Himmel voll bedeckt. Es war kein Lichtstrahl da. Und trotzdem, als ich diese Absicht hatte in meinen Gedanken, ist so ein Blitz in den Brunnen reingefahren. Und hier haben wir auch die Heilfarben. Und da haben dann die Menschen sind dann dahin gefahren und haben sich um den Brunnen versammelt. Das hat sich rumgesprochen. Unglaublich. So was haben wir auch auf Mallorca gemacht. Aber jetzt mal noch. Mit Jurgis Bredikis, früherer Gesundheitsminister in Litauen, ist aber auch ein Chirurg selbst, hat 5 cm Beckenschiefstand, ein sehr arthritisches Knie, also er konnte kaum noch laufen, ging an 2 Krückstöcken, als wir uns das erste Mal begegneten und später konnte er wieder freilaufen. Und über diese Begeisterung hat er sogar in seinem Buch berichtet und ist ganz glücklich, wenn wir jetzt im Mai wieder dort arbeiten. Denn ich soll die Schüler seiner Uni, die Orthopäden, die soll ich unterrichten. Und die sind auch sehr offen dafür. Ich freue mich drauf. Ja, als Heiler hat man immer viel zu tun. Kanada, wir waren ja jetzt vor 3 Wochen erst in Kanada, Bürgermeister von Vancouver, voller Saal, jede Menge Arbeit. Und die sind auch sehr daran interessiert, dass wir unterrichten wieder. Und das war jetzt auch erstmal 3 Wochen zurück. Das ist der Diamond Head, ein Krater, und das ist Honolulu, Waikiki. Dort arbeiten wir, am polynesischen Zentrum. Da sind Naturheiler, die Aborigines, die Maoris und die Kahunas. Und da haben wir allerdings auch mal ein paar Tage Urlaub. Das ist unsere Organisatorin. Man wird in der ganzen Welt gebraucht. Indien, da habe ich neue Bilder, da haben wir in 2 Tagen 600 Menschen begradigt. Das war Marathon mit Schülern dabei, wunderbar. Hier habe ich natürlich auch eine Hilfsorganisation. Die Schule war früher ein Klassenraum, heute haben wir eine richtige Schule. Und die Ruth Maria unterstützt das mit. Die kennt ihr ja. Toll. Und da habe ich ein Haus geschenkt bekommen, noch von Satya Sai Baba, und darf dann dort auch arbeiten. Das sind alles die Chefärzte der Klinik, der ayurvedische Arzt. Und hier werden wir dann im Herbst die Ärzte behandeln. Und auch insgesamt 800 Personen, das Personal und noch die Patienten. Das ist ein Royal, Pankaj Agarwal, der hat uns nach Indien eingeladen, nach Delhi. Also ihr seht, es ist viel los bei mir in meinem Leben. Und das ist auch sozusagen die eine Lehrerin, das ist der Professor meiner Schule, Schulleiter, das ist der Radha Krishna, und der hatte Krebs im Endstadium, dem habe ich eigentlich auch das Leben gerettet. Das war schön, das ist schön, ja. Und das ist ein Heiliger, Swami Sriracharya, der hat mich in meinem Haus besucht und wollte unbedingt die Energie der göttlichen Ordnung an sich erleben. Hat mir noch seine Kette geschenkt. Das ist unglaublich, ein ehrenvolles Geschenk. Weil das heißt 30 Jahre Dienst an deinem Nächsten. Und das mache ich jetzt. Ja, da ist noch ein Bild von, wo ich auf Lebzeiten ausgezeichnet wurde von Präsidenten Alex Orbito. Das war 2000 schon. Damals war ich noch mit meinem Partner zusammen. Aber das ist alles sehr schön getrennt worden, weil es passte nicht mehr. Und so muss man das auch akzeptieren. Heute ist er ein bisschen arg überheblich. Das ist einfach nicht meine Energie. Zu viel Macht und auch materialistisches Denken. Das geht nicht für einen Heiler. Ich distanziere mich davon. Und so gehe ich dann auch alleine auf Messen mit Tanja. Tanja war bei Fliege.
hat ihre eigene Heilung berichtet, denn Tanja ist sehr erfahren, was so Wirbelsäulen betrifft. Sie hat den ganzen Leidensweg von Kindheit an durchlebt. Sie ist mit einer Skoliose geboren. 45 Grad, als sie hierher kam, hatte sie so einen Rückenhöcker. Ihr Hemdchen stand richtig weit weg. Und dann hat sie hier die Heilung erfahren. Und so war sie so überwältigt. Tanja war ja Schulleiterin, auch in Kurhäusern für Rückenleiden, hat Rückengymnastik den Leuten beigebracht und all solche Sachen, also wirklich. Sie wird euch auch nachher zeigen, wie vermessen wird. Und hier habe ich noch ein Dankeschreiben von Tokio und von Singapur. Da haben wir auch schon gearbeitet. Also ich weiß nicht, wie ich das alles noch schaffen soll. Wir müssen gucken, denn einmal dort gewesen, da bricht immer dann eine Lawine los und alle wollen geholfen haben und dann müssen wir wieder hin. Das war auch alles interessante Zeiten. Und hier habe ich selber ein Bild, das ist einzigartig, weltweit nämlich. Ich hatte mir eine neue Wirbelsäule bestellt und circa 5 Minuten später kam sie schon. Ja, ich habe gerade gestern haben wir gelacht, da habe ich das auch erzählt. Die Wirbelsäule bestellen war einfacher, wie das Foto gemacht zu bekommen. Denn ich hatte wirklich an diesem Morgen, ich war 1300 Kilometer nach Südfrankreich gefahren, wir sollten dort einem Scheich aus Dubai helfen, der war gerade angekommen, schwere Rückenprobleme gehabt, Bandscheibenvorfälle und so weiter. Und dann bin ich einfach auch nachts losgefahren, am nächsten Morgen war ich ziemlich gerädert und habe dann zur geistigen Welt gesagt, oh, wir haben heute so viel zu tun, könnt ihr mir nicht eine neue Wirbelsäule geben, meine alte ist ja unfallgeschädigt und es wäre jetzt an der Zeit, ich muss so fit sein. Und das habe ich einfach so dahin geplappert. Und dann bin ich schnell ins Bad und im Hotel, da war kein Fenster. Und habe mich in die Wanne gesetzt, habe gedacht, heißes Wasser ist auch gut, lockert die Muskulatur. Und auf einmal kam eine Wolke über mich, da sieht man einen Teil von. Und da habe ich schnell meinen Partner gerufen und habe gesagt, komm mal, mach mal schnell ein Bild. Ich habe mir gerade eine neue Wirbelsäule bestellt, ich glaube, die kommt schon. Na, also der hat vor mir gestanden. Geht's dir noch gut? Was erzählst du da für ein Zeug? Und ich komm, hol die Kamera mal schnell an, schnell, schnell, schnell. Naja, dann ist er dann los und hat dann tatsächlich dieses Bild gemacht. Und das ist, wenn man das ein bisschen am Computer bearbeitet, sieht man sogar die einzelnen Bandscheiben. Ja. Denn ich bin aus der Wanne raus, das Bild hat er gemacht, aber es war keine Digitalkamera. Bin aus der Wanne raus und hat so gemacht. Das ist alles weg. Das hat funktioniert. Ich habe eine neue Wirbelsäule. Habe ich jedem erzählt. Das Bild habe ich erst 4 Wochen später gesehen. Da hatte ich noch überlegt, da bist du doch in der Badewanne fotografiert von, wo bringe ich das Bild hin? Denn hier kennt dich doch jeder. Und war eine ganz schön komplizierte Geschichte. Und dann, als das Bild, dass der mir noch so die Bilder vorblätterte, der Verkäufer, da war ich erstmal geschockt, habe ja Hand drauf gehalten und zu Hause denke ich, mein Gott, es ist da. Das ist das bleibende Dokument. Du hast eine neue Wirbelsäule. Phänomenal! Wirbelsäule ist schon immer mein Thema gewesen. Und so durfte ich diese Gnade auch empfangen. Die ist übrigens hier geboren, diese Energie. Nirgendwo sonst, egal was ihr lest, es ist nicht die Wahrheit. Und ich brauche es auch gar nicht beweisen. Beweist sich von selbst. Hier habe ich eine 45 Grad skoliose Frau gehabt, die hatte auch so, wie das Würstchen hier ist, hatte sie auch einen Buckel. Und da seht ihr mal die Italiener, wie die stehen. Die halten alle zu. Ja, die sind so verstört. Ich sage, die steht ja unter der Vatikan-Hypnose. Ich muss euch jetzt mal befreien. Ihr dürft die zuhalten. Oh. Und das ist schade auf dem Bild, aber das ist auch unwichtig. Da vor der Dame in dem schwarzen Pullover sieht man, dass diese Kette hier, ein Lichträder, eigentlich hier über dieser Frau schwebt. Tanja hat ein ganz normales Bild gemacht, sich nichts dabei gedacht. Und so sieht man dann im vergrößerten Zustand, dass hier an diesem Rückenhöcker ganz viel Energie gebraucht wurde, um die Wirbelsäule gerade zu bekommen. Denn hinterher war die Frau perfekt geheilt. Und dann haben wir uns gefragt, was sind denn das für Räder? Und das kam dabei raus. Rad der göttlichen Ordnung. In allen Kulturen
Das ist hier noch in Sandstein gemeißelt. Gab es dieses Rad? Und das heißt Wheel of the New World Order. Also, wir haben hier eine neue Weltenordnung. Ihr gehört zu dieser neuen Weltenordnung. Denn ich stelle die göttliche Ordnung heute in euch her, beziehungsweise auch meine Helfer, meine Schüler, die werden euch sowas von beglücken heute. Lichterscheinung, Dharma, wie das Lebensrad, beinhaltet das Naturgesetz der Heilung von allem. Merkt euch das. Nicht bisschen Heilung. Ihr wollt auch immer alles haben. Nicht einschränken. So wie das Gesetz von Recht, Sitte, Ethik und Moral, was die Grundregeln für die kosmische ewige Ordnung des gesamten Universums sind. Als ich das gelesen habe, da habe ich drüber nachgedacht. So, durch die kommt der Mensch in diese Schwingung der Naturgesetze. Denn Gesetz von Recht, Sitte, Ethik und Moral, wo sind diese Gesetze eigentlich? Merken wir das im Außen? Moral, habt ihr noch irgendwie den Eindruck, dass Moral noch zählt? Ich glaube es nicht. Dann ist mir auch klar geworden, warum das so ist, weil die Menschen sind ja noch nicht in der göttlichen Ordnung. Die können das ja noch gar nicht umsetzen. Die hören das zwar, steht auch in der Bibel, in den 10 Geboten und so weiter, aber die können das noch nicht leben. Weil das kommt erst durch die Herstellung der göttlichen Ordnung. Da ist auch dann die Rechtschaffenheit und die Gewaltlosigkeit erst möglich. Und da ist mir erst mal bewusst geworden, was ich hier für ein großartiges Werk zu vollbringen habe. Und deshalb dehne ich mich ja auch aus in alle Richtungen, arbeite jetzt schon in vielen Ländern. Und die Menschheit muss aufgerichtet werden. Aufgerichtet in die richtige Richtung, in der göttlichen Ordnung sind sie das. Und der Gott lebt dann bewusst in euch, dann habt ihr ganz andere Kräfte. Ja, ist das schön? Ja, besser geht's nicht. Und hier sieht man nochmal, wie diese Energie fließt. Sie ist noch heller als die violette Farbe von vorhin, weil das ist eine Nullenergie, die ist nicht mehr messbar. Es gibt kein technisches Gerät, was meine Heilkraft messen kann. Haben wir alles schon probiert, geht nicht. Die Geräte sind zu schwerfällig, zu grobstofflich. Und die Energie, in dem Moment, wo ich die Absicht habe, oder ich heile eigentlich absichtslos, wenn ich die Hand hebe und dann fließt das schon so zu euch hin. Und die göttliche Ordnung ist da. Der Vorgang geht in Lichtgeschwindigkeit. Wenn wir ein bisschen langsamer machen, dann nur, damit ihr das fühlen könnt. Weil es wird wir arbeiten auf der zellularen Ebene, es wird jede Muskulatur, Sehnen, Bänder, alles wird in diesem Moment geil. Unglaublich. Hopsa. Naja, so habe ich ausgesehen, als ich glücklich war. Probiert auch mal das. Seid einfach mal glücklich, macht mal ein Selfie, guckt mal, ob es geht. Das ist zu lang. Ich sage euch nur, ihr seid alles schon Heiler, weil wir stammen von Atlantis ab. Das ist eine mystische Welt, eine Ordnungsinsel, die 960 vor Christus durch eine Naturkatastrophe unterging. Und wir waren alles schon Heiler und die hier in Deutschland gestrandet sind, gehören zu uns, egal aus welchem Land. Wir konnten ohne Waffen, ohne Zerstörung Kriege gewinnen, Länder erobern. Und die starke Vorstellungsgabe kam durch die Kontakte zu lichtvollen Intelligenzen des Universums. Und da haben wir einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt. Also wir können stolz auf unser Volk auch sein. Man kämpfte für das Gute und gab seinen vollen Einsatz, damit es sich erfüllen konnte. Deswegen nannte man die Deutschen auch Herrenrasse. Das ist nicht von Adolf Hitler erfunden worden, das war vorher schon. Was ihnen vom Schöpfer des Universums zugewiesen worden sei. Also ich habe eine ganz andere Geschichte über Adolf Hitler zu denken, weil, wenn ich sage, nichts geschieht zufällig, dass ein Mann so etwas alles vollbracht hat, das waren Erfahrungen, denn jede Seele geht auf die Reise, um Erfahrungen zu machen. Und in Wirklichkeit sieht das alles ganz anders aus. Das ist eine Inszenierung gewesen und das galt auch einem bestimmten Volk. Die haben sich vorher schon dieses Lebensthema gewählt.
Und den Tod gibt es nicht in dieser Form. Es gibt nur Lernen und Erfahrungen machen. Wir sind auch längst frei von diesem Sündenbock-Syndrom und frei auch für unsere bioenergetischen Heilkräfte. Die können wir jetzt wieder lebendig werden lassen. Dafür sind die Heiler da. Die lehren euch das. Und es geht in der Politik auf jeden Fall in den Frieden. Auch wenn das im Moment noch nach Scherbenhaufen aussieht. Und jetzt haben wir noch den Donald. Was das für eine Figur ist. Was der für einen Auftrag hat. Muss man mal gucken. Spannende Zeiten. Ich habe jetzt begonnen, ihn positiv zu sehen. Ich habe gesagt, wenn die ganze Welt gegen ihn ist, ich war ja jetzt gerade in den USA, wird ja nur demonstriert. Keiner will ihn haben. Habe ich gesagt, muss man mal den Spieß umdrehen. Man muss ihn einfach sich mal schön gucken, schön reden, schön denken. Der Funke springt über. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Ja. Und das ist besser, wie wenn wir schlecht denken. Ja? Denn der Mensch ist, der ist nicht so verkehrt. Also der hat nicht das Wissen, nicht das Bewusstsein, aber er hat ein großes Herz. Und das ist schon mal sein Plus. Und er braucht kein Geld. Er muss nicht, er ist nicht manipulierbar durch Materielles. Ja, das sind ja, der Barack Obama war die Ausnahme, aber davor hat man sehr viel Manipulationsgelder bezahlt für irgendeine Richtung. Ah ja, ja. Und ob der Putin das Urteil beeinflusst hat, das ist doch ganz klar, der Snowden, der ist doch beim Putin. Klar hält er sich den für sowas. Deswegen sagen auch die Amerikaner, eine Neuwahl bringt uns nichts. Der kann sich ja wieder einhacken und das alles verfälschen. Wer soll mir neu wählen? Geht nicht mehr. Müssen wir akzeptieren. Aber es gibt ja keine Zufälle, es hat alles irgendeine Bedeutung. Gut, ihr wisst jetzt mehr. Oh, jetzt habe ich ein starkes Kontrastprogramm, ich muss mich ein bisschen dran halten. Habt ihr darüber auch schon was gehört? Wir leben in einer übertechnisierten Zeit und sind verstrahlt bis an, bis weiter geht nicht mehr. Wir können uns doch selber gar nicht davor schützen. Deshalb hat man mich vor 35 Jahren schon präpariert für diese Zeit. Ich war damals schon strahlensensibel, war an meiner Schreibmaschine krank geworden. 7 Jahre habe ich gelitten, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm das war. Wie ich vor der Schreibmaschine saß, ist mir schlecht geworden, zittrig und geschwächt und konnte nichts mehr essen. Ach, habe die eine Odyssee hinter mir. Weil ich kam ja nicht gleich darauf, dass das Elektrosmog sein könnte. Und so war das ein Werdegang. Es war eigentlich eine Ausbildungszeit. Da habe ich die Schulmedizin kennengelernt, wie begrenzt sie war. Ich wollte mir Psychopharmaka verraten. Lauter so ein Unsinn. Und dann habe ich mich für die Homöopathie interessiert, für naturwissenschaftliche Dinge und so weiter, für die Radiästhesie. Und so habe ich das Fundament bekommen, um heute als geistige Alchemistin euch von Strahlen befreien zu können. Und sogar schützen zu können. Also ihr seht, das war meine Ausbildung. Es musste sein, dass ich betroffen bin. Tanja war auch so ein Sensibelchen. Wie die ersten Handymasten auf den Hotels standen, da musste die umdrehen, weil der Tanja schwillt die Zunge an, wenn Elektrosmog ist. Und ich werde nie vergessen, als wir uns dann kannten, sie war noch nicht hier angestellt, da hat sie gesagt, entstürme meine Wohnung. Und dann habe ich dann das Elternhaus entstellt und da hat sie, ich glaube, 5 DIN A4 sein, also 3 beidseits beschrieben, hat sie sich bedankt, da hat sie mir geschrieben, was sich alles verändert hat. Weil sie so fühlig ist, konnte sie das gerade auf den Punkt bringen. Das war ein tolles Schreiben. Und da kann ich euch nur sagen, ich bin wirklich die Rettung. Weil wir können so diesen Strahlen nicht ausweichen. Ich selber, so hochgradig sensibel, trage immer meinen Strahlenschutzanhänger bei mir. Das ist einfach wichtig. Die Männer können auch in die Tasche stecken. Ich habe ein tolles Programm, ich habe Natursteine, wie ihr es braucht. Sucht euch was aus, was euch gefällt. Und dann haben wir diese, sagen wir mal, das ist ja, man lebt ja wie auf einem Pulverfass. Mir kommt jetzt nicht der Gedanke, aber das ist eine Gefahr für die ganze Menschheit. Aber die wollen es ja nicht zugeben. Wir haben doch so viel Burnout-Kranken. Wo kommen die denn her? Wenn du recherchierst, sitzen alle am Computer, voll verstrahlt. Dann fallen die Drüsen aus, die Zirbeldrüse schwächt sich ab, produziert kein Melatonin mehr.
Das Glückshormon fällt weg, schon ist die Depression da. Das ist dieser chemische Prozess zu strahlen. Und ich kann euch helfen. Und heute sage ich immer, mein Gott, mein Leidensweg, 7 Jahre lang, hat sich letztendlich doch gelohnt. Ich bin dann nur darauf präpariert worden, um euch heute helfen zu können. Dann habe ich das gerne in Kauf genommen. So, es wird ja keine Rücksicht genommen. Die stellen ja Windräder 500 Meter vom Haus weg. In den skandinavischen Ländern, in Norwegen, sind Windräder mittlerweile verboten. 2 Räder gingen ans Netz, sind 200 Tiere schon tot gewesen. War in der Nähe von 500 Metern, war eine Nerzfarm und die sind alle verstorben. Also man sieht, diese Dinger sind überhaupt nicht harmlos. Die Leute, die in der Nähe von diesen Türmen wohnen, haben Ohrensausen, Tinnitus ist noch gelinde gesagt, Kopfdröhnen, Brummen, sehen schlecht nach einem halben Jahr, kommt die Erblindung, platzen die Äderchen in den Augen. Ach, ich könnte euch jetzt Angst machen, aber findet das selbst heraus. Ich halte nichts davon, weil das ist nicht, sagen wir mal, göttlich. Was ist eine Naturverschandelung? Ich habe jetzt auch 17 Räder hier im Umkreis und habe den Bürgermeister informiert mit Schreckmeldungen, aber Aktien. Ist ja sonst nichts auf dem Aktienmarkt. Jeder investiert in Windräder. Schrecklich. Nur eine Rechnung. Gemeinden profitieren. Und das ist auch mit der Photovoltaiktechnik. Wer sich sowas aufs Dach macht, der findet in seinem Haus auch keinen Frieden mehr. Weil es doch Strom. Geht doch überall durch. Meistens oben auf dem Dach und dann haben sie noch die Schlafzimmer unten drunter. Da habe ich jeden Tag Hausentstörungen zu machen, wo die Leute dann bereuen, dass sie das gemacht haben. Und hier und im Wasser, die Fische, alles leidet. Die Tiere kann man nicht mehr essen, die sind ja voll verstrahlt. Das wissen die aber noch nicht. Ich bin da einfach weit voraus. Hier gebe ich auch Seminare, weil viele Menschen immer mehr strahlensensibel sind, nicht mehr vor die Tür gehen können. Und die müssen dann alles das von mir wissen und dann kann ich denen helfen und retten. Ich kann euer Haus zu einem Kraftort machen, da wohnt sich dann richtig entspannt drin. Meldet euch, ihr kriegt Info mit. Da habe ich auch eine Frau, die beim Handyladen plötzlich so erkrankt war, der habe ich geholfen, denn die hatte so einen extremen Zustand. Bei der war auch totaler Organausfall und ganz viel Wasser hat sie eingelagert. Wäre dann wirklich daran gestorben. So habe ich von hier aus der Ferne ihre Wohnung befreit und den Handyladen habe ich mit entstört. Dadurch kam bei ihr die Heilung zurück. Ja, ich habe auch Messgeräte, ich kann euch das alles demonstrieren. Was ich noch mit euch jetzt mache, ich entstrahle euch, entstöre euch und ich schaue mir auch eure Zähne an. Denn der Zahnarzt, der ist eigentlich am besten der gefährlichste Beruf überhaupt, weil der arbeitet nur mit Chemie. Allein die Masse anzurühren für einen Abdruck, das ist pure Chemie. Der wird ja ganz schnell fest. Und wenn man das einatmet, die Zahnärzte haben die höchste Suizidrate, weil das sind alles Nervengift. Kurz und gut, ich werde nachher die Zähne neutralisieren zu körpereigener Substanz. Früher habe ich Goldzähne produziert. Das mache ich heute nicht mehr, weil in unserem Mund passt kein Goldzahn. Im Ostblock, in den baltischen Ländern, haben die Leute viele Goldzähne, die finden das toll. Aber wir finden das nicht so gut. Und so habe ich dann auch die geistige Welt gebeten, dass sie alle unnatürlichen Metalle und auch Titan, wenn man Implantate hat, dass wir das zu körpereigener Substanz machen. Und dann habt ihr ein ganz anderes Mundgefühl. Das machen wir auch. Das war mein letzter Goldzahn, das war 2013. Danach habe ich die geistige Welt gebeten, lieber alles so zu belassen. Nach und nach, seht ihr, ist diese Amalgamfüllung Gold geworden. Erst der vordere Teil und dann da hinten das Eckchen auch noch. Toll, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Achso, auf diesem Bild sieht man noch, die hatte 5 Amalgamfüllungen, da sind alle Zähne Gold geworden. Am ersten Tag hatte sie gleich einen und da habe ich gesagt, wenn die anderen jetzt Gold sind, dann lass mal rausmachen vom Zahnarzt und im Labor gucken, was ist denn das überhaupt für ein Gold? Und da sagte sie, das ist kein natürliches, irdisches Gold, das ist ein Gold vom Universum. Bestimmte Härtegrad für Zahn,
für den Zahn genial geeignet. So ein Material gibt es hier gar nicht auf der Erde. So, da habe ich eine Hausentstörung gemacht und diese Frau ist auch sehr beschenkt worden. Sie hatte so eine Truse auf die Fensterbank gestellt. Sie wohnte in Köln am Bahnhof, war extrem verstrahlt und da hat sie mich dann Gott sei Dank kennengelernt, habe ich ihre ganze Wohnung entstört und am nächsten Tag hat sie zwei so kleine Goldglocken da liegen gehabt. Wo kommen die her? Tja, insgesamt hat sie vier gekriegt. Ich habe nämlich dann, da hat sie das Haus gekauft, habe ich das ganze Haus nochmal entstört und da hat sie wieder einen kleinen Goldglocken gehabt. Unglaublich. Und hier sieht man auch, wie meine Arbeit funktioniert. Die braucht man nicht wissenschaftlich beweisen, weil diese Bilder sagen schon genug. Die Frau saß hier, hatte einen Schuh am Fuß, nämlich den rechten. Und ich habe entstrahlt und entstört und Schwermetalle ausgeleitet. Und da hat dieser Schuh eine Reinigung bekommen. Der ist so ein bisschen violett geworden. Und der, der nebendran stand, den hatte sie nicht an, der ist so alt geblieben, wie er war. Mit den Metallen drauf. Seht ihr? Auf einmal ruft sie, ich habe jetzt zwei verschiedene Schuhe, da habe ich gesagt, dann zieh den mal schnell an, dann mache ich den noch mit und dann war er genauso wie der. Leider habe ich kein Foto gemacht. Toll. So. Und wenn ich euch jetzt entstrahle und entstöre, erstmal ziehe ich die unreine Energie, die ihr mitgebracht habt, ab. Und dann kommt von oben runter das violette Licht und füllt den ganzen Raum. Und jeder nach seiner Bedürftigkeit bekommt auch energetischen Anstieg oder sagen wir mal, er wird energetisch schon versorgt. Und die Metalle in euch wandeln sich, die Gifte und natürlich auch die Verstrahlung. Und das ist am schlimmsten. Strahlen sind Nervengifte, sind toxische Gifte. Viele Menschen sind total übersäuert, haben Satellitenschüsseln auf dem Dach. Wissen gar nicht, wie es ihnen geht. Der Arzt findet nichts. Da bin ich dann die Rettung. Und wie man hier sieht, sind das Delta-Energien und Theta-Energien die höchste Schwingung. So kann man meine Arbeit auch sichtbar machen und beweisen. Ne? Da kommen die Skeptiker, die da sagen, nö, alles Scharlatanerie, glaube ich nicht, kann ich sein. Also die kommen mir gerade recht. Ich werde sie schon überzeugen. Aber zu mir kommen keine Wissenschaftler mehr. Am Anfang habe ich mal Wissenschaftler bestellt. Am dritten Tag reisen die ab und sind voll depressiv. Wenn ich sage, was ist denn los? Warum willst du nicht weitermachen? Ja, was habe ich denn festgestellt? Ich weiß gar nichts. Ich bin zwar Wissenschaftler, aber ich weiß nichts. Da haben sie recht. Sie scheitern einfach. Weil der Geist ist auch nicht messbar. Da sind sie ziemlich frustriert. Und ich habe euch ja auch noch diese Möglichkeit gegeben, über den Strahlenschutzanhänger geschützt zu sein, für immer, von krankmachenden Energien. Und auch gegen Suchtrezeptoren habe ich sie programmiert. Die Steine sind ja Heilsteine, die haben ja schon ein Programm. Das sind unsere Freunde, das sind beseelte Wesen. Und sie garantieren den vollen Strahlenschutz und helfen zusätzlich auch bei Essstörungen, Problemen mit Alkohol, Rauchen, Drogen, Ticks, Ängste, Gedankenbesetzungen und vieles mehr. Weil anschließend ist so eine Lichtgestalt bei euch, wenn ihr das tragt. Die Frau war morgens da einen Anhänger gekauft und mittags hat er schon immer noch ihre Aura repariert und irgendwie von ihr ferngehalten, dass etwas eindringen konnte. Wer meine Schutzanhänger trägt, der hat eine Aura-Ausdehnung von bis 50 Meter. Ist alles schon gemessen. Gibt es natürlich auch für Kinder. Keiner muss mehr verstrahlt werden. Die Strahlen, wie ich schon sagte, sind unsichtbare Nervengifte und Katastrophe. Jetzt, wo die Kinder in der Schule nur noch am Computer sitzen und noch WLAN zugeschaltet ist, da könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. Wie wollen die sich konzentrieren? Geht doch gar nicht. Wollt ihr das noch mal kurz in der Praxis gezeigt bekommen, wie sich das auswirkt, wenn jemand einen Strahlenschutzanhänger trägt? Ich mache mal gerade mit dir ein Experiment. Warte mal, kann ich mal ein Stäbchen? Ah, hier. Alles klar.
Willst du mal? Ich nehme dich mal. Bleib sitzen. Ja, also diese Stäbe, das sind Messstäbe. Wenn jemand eine Aura hat, die einigermaßen verletzt ist, dann müssten die so auseinandergehen. Hat er eine verletzte Aura durch Strahlenbelastung und sonstiges, dann gehen die so zusammen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich kann dir jetzt leider kein Kompliment machen, weil auch deine Aura Löcher hat. Ist nicht intakt. Hast du ein Navi im Auto? Ja. Ja, auch die Navis, die hinterlassen unheimliche Strahlen. Wir sind ja ständig verbunden mit Funknetzen. Und so ist auch hier deine Aura. Und das ist nicht so geil da. Das muss man gerade ausleihen. So, Tanja, kannst du mal helfen? Ich will es mal so zeigen, dass man das sieht. Vorher und wie sich das gerade so übergibt. Warte nochmal. So. Ja, es ist akkustrahlenbelastet. Wir hängen dir jetzt mal meinen Anhänger um. Hier hört sofort das Schwingen auf. Das Stechen aus meinem Arm geht raus. Was passiert? Seine Aura kommt in die Reparaturwerkstatt, sag ich mal. Die wird sofort aufgedichtet, nennt die geistige Welt das. Der Begriff ist mir gar nicht bekannt gewesen. Aufgedichtet. Die sagen, die wird ganz dicht. Und die kommt jetzt zu mir hierher. Und drängt die Stäbe auseinander. Seht ihr das? Ja. Bis 50 Meter haben wir messen lassen. Ich könnte hier hintergehen. Geht einfach nicht mehr zu. Es drückt mich sogar nach hinten. Guck mal. So eine Aura hat er schon. Und ich kann die Stäbe nicht mehr zusammenkriegen. Sie drücken weg. Und wenn man sowas bei sich trägt, ist man ständig unter diesem Schutz. Gell? Manchmal wird man sogar angesprochen. Im Supermarkt kam eine Frau immer in meine Nähe. Ich wollte einkaufen, sie war immer irgendwie in meine Nähe. Da habe ich gesagt, kann ich Ihnen was helfen? Da sagt sie, nein, darf ich mal so ein bisschen um Sie herumgehen? Ich hatte eben einen schweren Asthmaanfall, aber wie ich zu Ihnen kam, war der sofort weg. Und da stand sie in meinem Aurafeld. Und durch das mein Aura dann gesund ist, da konnte ich ihr direkt schon helfen, ohne dass ich das beabsichtigt hatte, weil ich ja gar nicht wusste, ja? Und neulich war uns mal ein kleiner Junge nachgelaufen. Es hatte geregnet, ich war dick angezogen, Winter. Das war am Weihnachtsmarkt und da sagt er zu mir, sind Sie eine Heilerin? Also ungefähr so groß der Kleine. Ich war baff. Ich habe gesagt, wie kommst du denn da drauf? Ja, sie leuchten so. Da hat er das gesehen. Ein Schutzanhänger hat da ganz aktiv meine Aura leuchten lassen. So einfaches Wirkprinzip haben wir. Stellt euch das vor. Es ist aber alles nur möglich, wenn die geistige Welt mir das sagt. Ich, Mensch, Anne, würde da gar nicht selber drauf kommen. Aber dadurch, dass mir diese Tipps gegeben werden, kann ich die Menschheit retten. So, habe ich dich überzeugt? Also das war schon relativ eindrucksvoll. Ja, ich lasse die Stäbe hier liegen und könnt es selber mal prüfen. Ja? Aber die Stäbe müssen so gehalten werden, dass sie ein Grad nach unten, nicht, dass ihr sie so haltet. Ja? Da gehen sie von der Schwerkraft schon falsch. So nach unten. Wenn ich die so auf euch halte, dann tut sich nichts. Da habt ihr gar keine Aura. Nee. Aber ihr kriegt eine. Ich mache euch jetzt erstmal strahlenfrei. Wenn du jetzt auf mich glänzt, ja, dann werden sie auch nicht zusammengehen können. Weil ich habe ja meinen Schutz. Also. Merkst du, wie das von alleine nach draußen geht? Ja. Die Seite ist noch ein bisschen fest, die hältst du doch vielleicht ein bisschen fest, aber es will, es geht nach außen. Mhm. Da kannst du auch mal nach jemandem, leider, also jetzt mache ich euch alle strahlenfrei, da gehen wir alle Stäbe dann auch, aber wenn ihr rausgeht und geschützt, dann wird das wieder verstrahlt. Euch so hin, dass eure Hände, die Schalen auf dem Schoß liegen. Ich umdrehen, die Hände umdrehen, damit du hier in diesen Chakren, das sind Energiezentren, auch die Fühligkeit bekommst.
Und wenn ihr die Augen schließt, dann werdet ihr das auch viel besser wahrnehmen. So, ist gut. Belastung. Von sämtlichen Strahlen, Toxinen, die euch krank gemacht haben. Auch Gedanken. Es gibt Flüche, Verwünschungen, üble Nachrede. Solche Sachen sind auch negative Energie. Das nehme ich alles von euch runter. Leite diese Energie in den Schoß der Mutter Erde. Dort wird sie gereinigt und fließt als Licht und Liebe wieder zu euch zurück. Nun öffnet bitte euren Mund einen Spalt breit. Denn ich möchte noch nach euren Zähnen schauen. Kronen, Plomben, Füllungen, Kleber, sonstige Metalle. Alles wird zu körpereigener Substanz. Kunststoff. Und dann dürft ihr euren Mund wieder schließen. Ihr seid die Liebe. Und Gott ist die Liebe. Gott bewohnt euren Körper. Ihr seid eins. Und wo die Liebe ist, da ist auch die Heilung. Denn Liebe heilt alles. Jetzt könnt ihr zurückkommen in das Hier und Jetzt. Dieses wichtige Tages in eurem Leben. Habt ihr irgendwas wahrnehmen können? Energie, Wärme, Kribbeln? Ja. War ganz schöne Strahlen unterwegs. Oh je. Hört mal. Guckt mal, was hier passiert. Kann gar nicht mehr zusammengezogen werden, weil ihr alle frei geworden seid. Das Wichtigste ist getan. Und den Schutz, da könnt ihr euch was Schönes aussuchen. Dann kann euch nichts mehr passieren. Nachts legt man den Strandschutzanhänger ans Nachtschränkchen. Man schützt da einen auch noch. Man kann natürlich auch sein Haus entstören lassen. Das mache ich weltweit. Ich muss ja nicht kommen. Dann hat man auch seinen Schlafbereich immer frei. Und das ist ganz wichtig. Die geistige Welt hat sich was dabei gedacht, dass ihr mich das alles lehrte. Ach, Tanja, meine Heilkarte noch.
letzte Information. Gib es mir gerade. Hm? Ich habe die Medizin der Zukunft entwickelt. Die sieht so aus. Eine Ladestation. Und zwar, geistige Welt sagte eines Tages zu mir, euer Auto pflegt ihr, wenn der Tank leer ist, dann füllt ihr Benzin ein. Was macht ihr mit euch? Oh, habe ich gesagt, ist ja wahr. Wir tanken uns nicht, wir verbrauchen uns ständig. Schaffe eine Ladestation, wo man sich draufstellt und auftankt. Wie einfach und auch logisch. Und so ist sie entstanden, diese Heilkarte. Ich habe ein ganzes Jahr daran gearbeitet. Sie sieht jetzt so einfach aus. Ist einlaminiert, man denkt, ist nicht dick. Und trotzdem, mein Computer, ich habe sie ganz zur Festplatte gebraucht. So viel Information ist hier drin. Alles, was die geistige Welt durchgegeben hat, habe ich hier reinprogrammiert. Und so ist ein Wunderwerk entstanden. 2 Minuten reichen, stellt man sich drauf. Morgens lädt sich auf. Man kann auch beim Frühstück so einfach unter den Tisch legen und die Füße drauf. Nur ein bisschen dran denken, so spüren, ihr werdet fühlig, da kommt eine Wolke an Energie raus. Ich sollte das so zeichnen, wir sind ja Sternengeborene und hier kommt auch wieder die Wirbelsäule vor. Der verlängerte Arm zum Universum. Und die Organuhr, alles ist eins. Und die Erde. Denn viele Menschen, jetzt sind wir in einem energetischen Dimensionswechsel, die schweben da auf Wolke 7 irgendwo und die haben keine Erde. Das ist nicht erwünscht. Ja, sie träumen viel, sind müde, erschöpft, gerade die Veganer. Also nichts gegen Veganer und nichts gegen Vegetarier. Ich war selber mal 15 Jahre Vegetarierin. Aber da muss man auch schauen, dass man die Erdung behält. Und die fehlt oft. Bin müde und schlapp. Diese Heilkarte ist ein Wunderwerk. Hier bin ich der Forschung, der Wissenschaft, der Medizin weit voraus. Sie hilft uns, auch mit der Medizin richtig umzugehen. Man lädt sich auf. Morgens reicht 2 Minuten. Man kann aber auch die Hände drauflegen. Das geht genauso. Die Energie ist die gleiche. Und man kann auch morgens schon einen Krug Wasser trinken. Da hat man schon sein Heilwasser zum Trinken. Und man kocht damit. Das schmeckt ja viel besser, wenn ich mit Heilwasser koche wenn, oder irgendetwas, was sonst aus der Leitung kommt. Ich versuche es, mich kurz zu fassen. Es powert eure Selbstheilungskräfte an, egal was ihr habt. Und von daher steigert sich eure Heilungsabsicht und auch euer Überlebenswille. Denn der muss erstmal geweckt werden. Man muss ja auch mal einen Kranken fragen, willst du überhaupt gesund werden? Es gibt Kranke, die sind ganz glücklich, wenn sie krank sind. Wenn wir denen die Krankheit wegnehmen, da haben wir gar keine Themen mehr, mit denen sie reden können. Und die Oldies, wenn die am Tisch einen Kaffee, wenn man die beobachtet, die reden nur über Krankheiten. Pillen, wie? Du hast nur 3 Sorten verschrieben, ich muss sofort den Arzt wechseln, ich nehme 10 Sorten rein. Ja, so verrückt sind manche nur. So, du wirst die Anstrengungen des Alltags loslassen und spüren, wie lichtvoll es ist, endlich mal etwas selbst für dich zu tun. Das ist nämlich auch schön. Man kann die Verantwortung für seine Gesundheit nicht dem Onkel-Doktor in die Hand geben. Dabei schließt man auch seine Augen und sensibilisiert sich, bis das Kribbeln spürbar ist. Es bringt dir tiefen Entspannung. Ach, was kann ich euch hier alles noch erzählen dazu? Ich versuche mich kurz zu fassen. Also ihr könnt natürlich auch eure ganze Kosmetik da drauf stellen, Shampoo, Duschgel, Zahnpasta, Waschpulver zum Waschen. Alles wird sich verändern. Medikamente, hier haben wir es. Wisst ihr, was Medikamente heißt? Heilung durch den Geist. Es ist ein Missbrauch, das Wort Medikamente für Chemiepillen zu benutzen. Als ich anfing zu heilen, hatte ich mal
auch einen Auftritt im Internet, da stand dann, Medikamente heißt Heilung durch den Geist, meine Arbeit. Da habe ich gleich einen Prozess gekriegt und noch verloren. Das Wort Medikament ist für die Schulmedizin reserviert. Nicht patentiert, aber reserviert. Konnte ich nicht benutzen. Aber wie fälschlich das ist, ja? Gut, die Medikamente, die Chemiepillen entsprechen nicht dem universellen und intelligenten Körper-Geist-Seele-Prinzip. Wenn ihr Tabletten nehmen müsst, darf ich auch gar nichts dazu sagen, dann bitte hier draufstellen. 2 Minuten reicht. Die ganze Packung, bis er aufgebraucht ist. Dann stellt ihr das nächste drauf, wenn ihr noch was braucht. Dann fallen die Nebenwirkungen weg. Wir haben herausgefunden, dass Chemotherapie ganz verträglich wird. Und Chemotherapie hat noch keinen Menschen geheilt, ist ja auch ein großer Irrtum. Aber wir müssen manchmal diese Dinge kennenlernen. Kurz und gut hier draufgestellt, dann wirst du die ganz anders vertragen. Und so haben wir hier ein Wunderwerk in den Händen, wie man es sich nicht schöner vorstellen kann. Weil ich bin auch hier der neuen Physik gerecht geworden. Die neue Physik hat nämlich nach 17 Jahren Forschungsarbeit, haben die ganzen Physiker herausgefunden, die neue Physik ist die Kraft der heilenden Hände. Was ein tolles Ergebnis. Eine 100% Bestätigung. Und die 17 Jahre dafür gebraucht haben, das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Aber Sie müssen ja erstmal die umständlichen Forschungsarbeiten machen. So, ihr wisst, Pillenpackung habe ich schon. So, die Pillen da drauf legen und schon ist alles in Ordnung. Ihr könnt aber hiermit auch fernheilen. Man legt ein Bild drauf von einer Person, der man helfen will. Man muss es ihr aber sagen. Ja? Und auch eine Uhrzeit sagen. Ich habe da was, wenn du geholfen haben willst, darf ich mal dein Bild drauflegen. Um 8 Uhr sende ich dir Energie über meine Heilkarte. Geht Ihnen besser, die Energie fließt durch den Körper und so könnt ihr auch anderen helfen. Natürlich könnt ihr auch, wenn euer Kind nervös in die Schule geht und eine Arbeit schreibt, das Bild von dem Kind da drauflegen, damit es den ganzen Tag energetisch versorgt ist, Mut, Kraft und Stärke hat, sich konzentrieren kann und eine Note 1 schreibt. Das wär's doch. Ich habe selbst so einen gescheiten Enkel. Der ist Klassenbester und jetzt noch Bezirksbester geworden, habe ihm eins gemacht. Der sollte mal auf die Sonderschule gehen. Der hat sich dermaßen verändert, so unfassbar. Oh je. Man kann sich auch mit der ganzen Familie um die Heilkarte herumstellen, denn wir hatten Radius von Minimum 1 Meter. Ja, also es ist nicht nur dieser kleine Platz. Wenn jemand mich anruft und sagt, ja, deine Heilkarte hat Schuhgröße 41, ich habe aber Schuhgröße 46. Da passen ja meine Füße gar nicht drauf. Also, groß, sie ist groß, aber ich kann euch nicht so eine große Heilkarte in die Tasche stecken. So, der Energieradius über 1 Meter, Kinder unbedingt draufstellen, da sie in der Schule viel bessere Leistungen bringen, ist doch ganz klar. Größte Hilfe in dieser übertechnisierten Welt, wo alles Nahrhafte verstrahlt und somit zerstört ist, ihr stellt eure Einkaufstaschen da drauf. Denn was habt ihr wirklich eingekauft? Die Nahrung ist den ganzen Tag unter Strahlen, ist ja schon denaturalisiert geerntet worden, also frühzeitig nachgereift. Ist die Nahrung überhaupt noch Nahrung? Auch in Bioladen, muss man schauen. Wenn die mit der Scannerkasse drüber gehen, da ist schon alles verstrahlt. Die Strichkodierung bei den Plastikpäckchen, die Plastikflaschen, das ist doch alles Gift. Und die Strichkodierung, die soll ja die Verzehrinformation irritieren, dass der Mensch nicht mehr satt wird. Das ist alles da ausgedacht, ausgeklügelt. Wenn ihr da so guckt, was ihr kauft, dann sind die Striche drauf. Das ist eine Verzehrmanipulation. So, und dann die Krönung ist die Scannerkasse. Da geht die Nahrung über das Röntgenbild. Wenn ich meine Einkaufstaschen einhole und messe, da sieht das so aus. Die Stäbe fliegen so hin und her.
So ein starker Verstrahlungszustand liegt vor. So geht das. Und sticht in den Armen rein. Ich stelle meine Taschen um die Heilkarte herum und dann geht alles auf. Die Nahrung schmeckt auch ganz anders. Ihr werdet wieder satt. Probiert's mal mit dem Apfel. Legt den Apfel mal dahin und da auf die Karte. Schmeckt er ganz anders. Für Leute, die gern ein Weinchen trinken, aber gichtgefährdet sind, das ist nämlich leider das Thema, die Weinsäure bekommt nicht jede, die können ihr Glas da drauf stellen für 2 Minuten. Ihr werdet staunen, wie der Wein nachher schmeckt. Er schmeckt nicht mehr wie das Original. Er schmeckt so, wie du ihn brauchst, damit er dir bekömmlich ist. Ohne Weinsäure. Phänomenal, was ich da schon alles erlebt habe. Also Kinder, ihr habt ein Wunderwerk in der Hand, forscht selbst mit, denn ich kann nicht alles, was die Heilkarte kann, euch vermitteln, weil dazu reicht die Zeit nicht und der Platz nicht. Das Wichtigste ist halt, die Nahrhaftigkeit wird sich entfalten, so wie es gedacht ist. Und ihr werdet endlich wieder satt und den Unterschied schmeckt. Die Karte soll immer aktiv sein, legt die bitte nicht in irgendwelche Schubladen, die braucht Licht. Wenn ihr sie mal nicht persönlich nutzt, dann zu Blumenstellen, ans Hundekörbchen, Katzenkörbchen, Aquarium, Volieren oder zum Nachbarn. Wenn ihr so einen Meckerfritzen bei euch da habt, am nächsten Tag kommt er, hallo und grüßt. Macht das. Karte schwingt ständig, kann sich nie erschöpfen. Einmal rief eine Frau an und sagt, ah, dann kannst du mal deine Karte neu aufladen, die wirkt nicht mehr. Ich sage, was redest du für ein Blödsinn? Ja, wie kommst du denn da überhaupt da drauf? Wie hast du das festgestellt? Ah ja, ich stehe 3 Mal am Tag drauf, morgens, mittags, abends, tut sich gar nichts mehr. Ich sage, ja, du bist doch auch, deine Akkus sind nur voll. Was soll sich da tun? Einmal am Tag reicht doch. Du kannst auch nichts mehr erfüllen. So lustige Sachen erlebt man da. Lasst euch überraschen. Das ist die Medizin der Zukunft. Und die gehört in jeden Haushalt. Jetzt bin ich fertig. Die Tanja könnte euch vielleicht noch zeigen, wenn man sich da drauf stellt, dass man nicht mehr umfallen kann. Was haltet ihr davon? Wollt ihr es noch sehen? Weil die erdet euch. Und das ist auch ein Phänomen. Komm, Tanja, machen wir noch schnell. Jo, da bräuchte ich einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, mit der ich mal so einen Muskeltest vorführen kann. Komm, du bist ja eh schon unser Model des Tages sowieso. Unsere Freiwillige nachher für die Vorführung. Ja. Schuhe bitte ausziehen. Wie heißt sie? Annette. Du hast aber eben mir einen anderen Namen gesagt. Nee, Nettie. Nettie, stell dich mal hier vorne hin und dreh dich zu den Leuten um, dass die dich beobachten können. Jetzt beide Arme zur Seite ausstrecken. Nettie, ich drücke jetzt deinen rechten Arm nach unten und ihr guckt mal, wie stark sie ist, ja? Achtung, es geht los. Ein bisschen mehr drücken. Ja. Ja, Nettie hat Kraft. Jetzt machen wir es ein bisschen schwerer. Stell dich mal auf ein Bein. Ein bisschen höher. Höher. Ja, also ein paar Sekunden. Länger klappt es nicht, gell? Gut, also wir haben geguckt, wie stark die Nettie ist. Jetzt bitte auf die Matte stellen. War die Nettie stark? Eins oder zwei. Mit beiden Füßen. Mit beiden Füßen, Nettie. Ja, stellst dich da drauf, lässt die Arme ganz locker hängen, schließt die Augen und beobachtest einfach. Wir können auch mal die Hände öffnen. Vielleicht spüren wir, wenn die Nettie sich auch kann. Vielleicht spüren wir auch die Energie. Nee, lass, du machst gar nichts. Die Karte arbeitet jetzt mit dir. Aber oft kann man die Energie spüren. Und vielleicht spürst du auch was, Nettie. Das kribbelt und wird warm. Ja, die Erdenergie von unten spürt man immer sehr deutlich und meistens auch in Form von Wärme. Ja, Wärme ist immer Energiezufluss. Spürt ihr auch was? Ja. Ja, die Nettie ist ein guter Transformator, sie gibt uns auch ein bisschen ab. Ja, ich denke, die Nettie ist schon geladen. Dann, Nettie, kannst du bitte wieder runterkommen von der Karte, Augen öffnen, die Arme wieder zur Seite ausstrecken und dasselbe Bein wie eben hochheben. Eben ist sie umgefallen, als ich gedrückt habe. Jetzt, Nettie, ich drücke und sie wackelt nicht ein bisschen. Ich drücke jetzt mal ein bisschen mehr.
Boah. Geerdet. Tja, was sagt man dazu? Ich danke dir. Phänomenal. Medizin der Zukunft und sogar die Zukunft der Medizin. Die Medizin muss sich mit den Heilern zusammentun. Ja, die Zeit ist da. An Wunder glaubt ja auch jeder. Und das ist auch in uns drin, dass wir das glauben, dass Wunder geschehen. Und die kann man jetzt nicht mehr verdrängen. Die Zeit ist da und wir öffnen uns wieder. Eigentlich das Wort Wunder ist viel zu wenig. Man müsste neue Worte finden. Aber mir ist noch nichts eingefallen. Vielleicht fällt euch was ein. Ja. Gut, ihr Lieben. Jetzt machen wir noch eine Vorführung. Wir machen noch eine Vorführung, dann machen wir eine kleine Pause und dann kommt ihr da rein. Wir gucken, welche Schulter höher ist. Und das sieht die rechte Höhe aus bei dir im Spiegel. Niki. Ja, das T-Shirt ist ein bisschen. Also da auf der Seite links. Kommt mir höher vor, Tanja. Die Niki hat eine Skoliose. Die Muskulatur ist ziemlich verformt. Ich gucke mal hier von den Knochen. Da sehen wir das am besten. So, hier ist ein Schulterblatt, hier ist ein Knochen auf der linken Seite. Und hier, Niki, bin ich hier dran. Hier ist das rechte Schulterblatt. Und man sieht deutlich, dass die rechte Schulter höher ist. Etwas höher, ja. Obwohl die linke Schulter höher aussieht. Ja, genau. Ein typisches Zeichen für eine Skoliose. Für eine Wirbelsäulenverkrümmung. Ich gehe jetzt mit dem Lineal unter die Schulterblätter, unter die Knochen. Fühlst du, dass ich jetzt rantrücke, Lili? Ja. Siehst du im Spiegel, die rechte Seite ist höher. Ja. So ein ungefähr 1,5 cm Schulterunterschied. Ich habe eine Wirbelsäule. Du hast hier schon einen sehr prominenten siebten Halswirbel. Ich will ja das Wort dafür eigentlich nicht benutzen. Ja? Das heißt so auf Deutsch Witwenbuckel. Danke. Ja, und die Wirbelsäule geht hier nach links im oberen Brustbereich. Links, fühlst du? Links, 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 links. Und hier unten im Lendenbereich nach rechts. Ein S. Deswegen bist du heute hier. Und wir können auch als Zuschauer, warte mal Tanja, ich bin auch noch am Erklären, wir können erkennen, auf der linken Seite hat sie mehrere Wellen, auf der rechten Seite hat sie viel mehr Polster. Könnt ihr das sehen? Weil der Körper hat auch sich so umproportioniert, damit sie nicht umkippt. Und das ist also eine völlige Asymmetrie, da stimmt nichts im Grunde genommen. Ja, und so ist auch das Becken nach der Seite gekippt. Denn hier, Tanja, leg mal deine Lineale an. Da ist eine Rundung, auf der linken Seite ist keine Rundung, also von hier links. So, ich drücke das Lineal an die Hüfte. Und man sieht deutlich, dass auf der rechten Seite viel weniger Abstand ist als auf der linken, obwohl ich gleichmäßig andrücke. Ja? Könnt ihr den Unterschied sehen? So kann man es besser sehen. Ja. Also da geht man dicke die ganze Hand rein und dort nur drei Finger. Das würde ich so behaupten. Die linke Seite ist höher. Mindestens 2 cm. Würde ich auch sagen. Das ist massiv viel. Man sieht auch an den Armabständen, hier auf der linken Seite ist viel mehr Abstand als auf der rechten. Ja, und die rechte Hand, wenn ihr mal ganz genau guckt, ist viel tiefer. Guckt mal. Ja. Seht ihr das? Ja. Aber die Arme werden auch gleich lang bei mir. Bei uns. Das ist ein schrecklicher Zustand. So, die Wirbelsäule. Die geht auch nach links, wie bei deinem Frauchen. Fühlst du? Links, 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 links. Und hier unten im Lendenbereich geht es nach rechts. Und hier ganz unten sogar nochmal ein Stück nach links. Fühlst du das hier? Da hast du schon ein Problemchen Bekanntes drin. So, ich drücke das Lineal hier an die Hüfte. Dann sind meine Hände gleichmäßig hoch. Die linke könnte. Ja, so, jetzt wird's gut. Ja. Gut. Und ich drücke auch gleichmäßig. Ja. Hier auf der Seite ist es ungefähr 3 Finger und dort maximal 2. Ja, der Abstand rechts ist geringer. Ja. Die Hüfte steht nach links raus.
Gut, dann gucken wir uns das Ganze auf der Behandlungsliege an. Wir markieren jetzt mal die Hornhaut und die Fußknöchelchen. Man sieht deutlich, dass das linke Bein länger ist. Ich nehme mal an, ihr könnt das auch sehen am Fernsehen, bei der Neti, dass ein großer Beckenschiefstand von mindestens 2 cm im Sitzen. Mach den Schritt mal hier ein bisschen länger. So. Mal die Knie richtig runterdrücken. Ja. So, seht ihr es im Fernsehen? Ja, wir können es erkennen. Kannst du den Spiegel zeigen? Wirklich noch ein bisschen gerader sitzen. Ja. Guck mal, siehst du das im Spiegel? Wenn sie richtig nach vorne käme, wäre es wahrscheinlich noch 2,5. Genau, jetzt ist es besser, danke dir. Ja, kannst du es erkennen? Ja. Gut, dann bitte den Legen auf den Rücken. So, Füße nochmal strecken bitte. Im Liegen ist auch das rechte Bein kürzer. Bitte nochmal die Knie nach unten. So, zusammen. Ja, Neti hat natürlich durch den großen Beckenschiefstand, ich will ja diese Worte gar nicht unbedingt aussprechen, aber da haben wir eben schon x Beine gesehen, die Knie gehen nicht richtig zusammen, die stören sich, das rechte Knie geht jetzt ein bisschen hoch, aber beim Beckenschiefstand sieht man, es ist sehr, sehr deutlich, kriegst du es noch runter? Ja. Ja, rechte Bein ist kürzer, ein paar Millimeter weniger als im Sitzen, aber eigentlich nur... Eigentlich nur, weil die Knie nicht zusammengehen. Ja? So, sehr deutlich. Ja, ich bleibe jetzt dabei, meine wunderbaren Heiler helfen mir doch. So, liebe Netti, ich werde jetzt die göttliche Ordnung in dir herstellen. Du darfst jetzt die Augen schließen und genießen. Ich beginne jetzt. Verbindung zum Universum, Geist zu Geist. Das ist Heilung. Haltet mal die Hände so, könnt ihr auch die Energie spüren. Wir machen extra ein bisschen langsam, damit ihr das fühlen könnt. So, das war's auch schon. Mehr ist auch nicht nötig. Du darfst noch ein bisschen liegen bleiben und die Energie genießen. Und wir schieben nur die Beinchen zusammen. Dankeschön. Guck mal, wo ist mein Filmgerät? Gerätchen. Was sagt er jetzt? Die göttliche Ordnung. Für immer. Unwiderruflich. Einmal gegeben für alle Zeit. Die göttliche Ordnung lässt sich nicht wiederholen. Danke. Manchmal denken Leute, oh, ich muss wieder begradigt werden, ich bin wieder schief. Stimmt nicht. Zeigen, was stimmt. Nur muskuläre Verspannung. Und im Sitzen, guck bitte. Nur zusammenschieben. Guck du auch mal. Danke. Hä? Danke. Ja, danke, da hast du recht. Und wir gratulieren dir auch. Ja. Denn heute beginnt dein neues Leben. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Tanja hat es gemacht. Wunderbar. So. Spitzenmäßig. Ohne Schmerzen. Becken ist gerade, Beine sind gleich lang. Fast Sehnen, Bänder, alles ist perfekt geworden. Und die Wirbelsäule ist kerzengerade. Jeder Wirbel greift ineinander und ganz wichtig, der Atlaswirbel sitzt endlich richtig. Der trägt die beiden Schädelplatten und jetzt ist die Symmetrie in euch hergestellt. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Künstliche Hüftgelenke, Kniegelenke, das entfällt jetzt alles. Es ist ein großer Sieg, ja. So, dann gucken wir mal, was hier zu sehen ist. Kannst du Schiff haben, bitte? Ich glaube, er wollte gar nicht mit, Tanja. Nee. Seine Frau hat ihn überredet. Er sieht sogar ganz gut aus. Ah ja. Aber die Wirbelsäule hatte 3 Bögen
oder unten noch einen vierten? Da muss ich die Anfahrt ja lohnen, gell? So, setz dich mal so gerade hin, wie du kannst, Norbert. Bei dir ist genau umgekehrt. Hier ist das rechte Bein länger. Auch ein deutlicher Beckenschiefstand. Wir messen auch im Liegen. Manchmal sind die Menschen im Sitzen. Streck doch mal die Knie. Steif, können die Knie nicht runterdrücken. Und nochmal gerade hinsetzen. Und drehen nach außen, so wie Charlie Chaplin. Ja. Ja, das rechte Bein ist länger. Leg dich mal hin. Im Liegen können wir besser vermessen. Ja, siehst du, da fällt es auch schon von alleine so. So, das Knie noch ein bisschen runterdrücken, super. 1,5 Zentimeter ist das rechte Bein länger, ja? Mhm. Kann jetzt jemand den zweiten, den oberen Strich noch ein bisschen länger? Mhm. So, dann machen wir ein Foto. Und so wie jetzt das Becken gerade wurde, ist natürlich auch die Wirbelsäule gerade. Das zeigen wir euch gleich. Will vielleicht jemand mal am kürzeren Bein ziehen? Ja? Da komm mal. Wir zeigen es euch nochmal. Da zieh mal dran, ob du es länger kriegst. Das ist das Kürzeste. Genau. Darf ich das? Na klar. Einmal loslassen, einfach loslassen. Dankeschön. Einfach loslassen, mal ganz loslassen. Einfach in meine Hände tun. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Tja, und? Geht wieder zurück. Geht wieder zurück. Ist sogar noch schlimmer geworden. Kann man nicht. Man kann da nicht dran ziehen. Es ist ausgeschlossen. So. Ich schaue nach da so. So, lieber Norbert, bitte die Augen schließen, ganz entspannt hinlegen. Ich beginne jetzt mit der geistigen Wirbelsäulenaufrichtung und bringe dich wieder in deine Göttlichkeit. Fühlt nochmal. Es ist vollbracht. Norbert! Ja, wunderbar. Hast du was selber was gespürt? Ja, dieser Schmerz auf der rechten Seite aus dem Innenbereich ist rausgezogen. Der Schmerz ist rausgezogen? Ja. Oh, wie schön. Ja. Das ist fantastisch. Ja, ich habe immer rechtes Problem. Ja, ist doch ganz klar. Deine Wirbelsäule hatte 3 Bögen und ich glaube noch einen vierten unten her. Wir gratulieren dir. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Das Einzigartige ist ja, dass ich meine Heilkraft auch an andere Menschen übertragen kann. Denn die ganze Welt braucht meine Hilfe. Ne? Ein erlebnisreicher Tag heute. Jetzt gucken wir noch die Wirbelsäulen an. Ach, wie süß. Ja, die Wellen, die man rechts noch sieht, die werden jetzt so abgemildert. Die nächsten, sagen wir, 14 Tage, 3 Wochen, proportioniert sich alles um. Die werden jeden Tag weniger. Weil die Gewichtung ist jetzt eine ganz andere. Die Schultern sind perfekt gerade. So, die Schultern sind perfekt gerade. Ja. Hier sind die Knochen von den Schulterblättern. Spürst du das, Niki? Ja. Guck mal, das ist wunderbar gerade. Auch die Schultern. Sieht man zwar, das T-Shirt hängt ein bisschen schief, aber man kann es erkennen. Die Wirbelsäule ist gerade. Gerade. Spürst du? Ja. Gerade, 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 gerade. Absolut gerade. Arme sind gleich lang. Armabstände, perfekt.
die welchen, die können sich jetzt umproportionieren. Becken ist gerade und die Abstände stimmen. Ja. Wunderbar, alles perfekt. Sehr schön. Ist doch aufrechter, gell? Du bist jetzt 2 Zentimeter gewachsen. Ja, ihr wachst Minimum 2 Zentimeter und geht aufrecht durchs Leben. Oh, guck mal, wie er steht. Seht ihr den Rücken? Sein T-Shirt hat jetzt direkt Falten. Vorher war das ausgefüllt, weil der Rücken war rund. Guck mal, ganz locker. Er steht da, als hätte er einen Stock in sich. So kerzengerade. Schultern sind auf einer Linie. Und die Wirbelsäule ist gerade, 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 gerade. Absolut gerade. Auch hier unten dieser komische Knick, den du da hattest. Merkst du? Ja. Perfekt gerade. Alles. Armabstände stimmen, Armlänge. Oh, ich habe vergessen, die Armlänge vorhin zu zeigen. Alles perfekt. Ja, dann ja perfekt. Abstände sind gleich. Ja, ein neuer Mann. So, jetzt haben wir fertig, weil jetzt schon behandelt.